Distinguished sehr geehrte Gesetzgeber, Vertreter aller Stakeholdergruppen, verehrte Gäste, ich begrüße Sie herzlich zur ersten Hauptsitzung der Legislative in der Geschichte des Internet Governance Forums. Ich hoffe, Sie hatten bisher produktive Diskussionen und bereichernde Diskussionen, und ich freue mich jetzt auf das Finale des IGF. Ich freue mich auch sehr, dass ich gleich die Bühne übergebe an Thomas Jatzombek für die erste Keynote heute Morgen. Er ist Mitglied des Deutschen Bundestages und er ist auch der Beauftragte für Startups und die Digitalindustrie beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Das Wort gehört Ihnen, Thomas Jatzombek. So, dear colleagues, dear Kollegen und Kolleginnen, Vertreter der Legislative von überall aus der Welt, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Wir möchten hier zu Beginn noch einmal Jimmy Schulz gedenken. Sie alle haben sicherlich schon erfahren, dass Jimmy zu Beginn der Woche gestorben ist, und deshalb hoffe ich, dass wir jetzt hier ihm einen Moment lang gedenken können. So, thank you. Vielen Dank. Vielleicht können Sie das Buch unterschreiben, das wir hier für ihn haben, und vor einigen ja, gab es eine Spezialgruppe zum Bereich Internet Governance im Deutschen Bundestag. Diese habe ich geleitet, und Jimmy Schulz war immer derjenige, der um die Welt gereist ist für uns. Also er war so ein bisschen der Außenminister für das Parlament. Und immer, wenn es um Internet Governance ging, irgendwo auf der Welt, dann kam er zurück und hat uns die Ergebnisse im Bundestag mitgeteilt, und alle dachten, oh, das ist doch ein bisschen komisch, was er da macht, aber er hat uns überzeugt. Er hat uns überzeugt, wie wichtig Internet Governance ist, und er hat den Kollegen erklärt, wie Internet Governance eigentlich funktioniert. Und das ist auch der Grund, warum wir alle heute hier sind, denn er war der Förderer. Er wollte sicherstellen, dass das IGF hier in Deutschland stattfinden kann. Er hat der Öffentlichkeit und den Kollegen im Parlament erklärt, wie Internet Governance funktioniert und wie wichtig es ist, Teil der Internet Governance zu sein und Standards zu setzen. Wir haben also einen besonderen Menschen verloren, einen besonderen Kollegen. Ich werde ihn persönlich vermissen, und er wird eine Lücke hinterlassen, die wir nicht füllen können. Vielen Dank, also, dass Sie ihm hier Ihre Anerkennung zollen. Um zu meiner Rede zu kommen, es ist ein besonderer IGF hier in Deutschland. Es ist das erste Mal, dass wir auch eine Sitzung für die Parlamentarier haben. Also es gab auch schon eine Veranstaltung um Day Zero, und Sie alle haben hier diese Woche beim IGF in Berlin verbracht. Das ist eine gute Sache, denn innerhalb aller Multi-Stakeholder-Gruppen gibt es eine besonders wichtige Gruppe, nämlich die der Parlamentarier. Und das ist wichtig, denn wir müssen uns den Herausforderungen stellen im Bereich Internet Governance und Gesetzgebung. Die Legislative ist nicht so schnell wie die Entwicklung des Internets. Deshalb, was wir schon Jahre gesehen haben, sind verschiedene Geschwindigkeiten, also es gibt die Geschwindigkeit der Entwicklung der Internetgemeinschaft, und die vollzieht sich sehr schnell. Und die Reaktionen der Legislative können in einer Demokratie nicht so schnell sein. Es gibt Herausforderungen in aller Welt. Es gibt Paradoxe, denen man sich stellen muss. Es gibt zum Beispiel auch das Recht auf Vergessenwerden auf der einen Seite. Auf der anderen Seite möchten wir auch Transparenz und Information zu allen Dingen haben. Wie kann man das Ausgleichen, ein Gleichgewicht herstellen? Das sind Fragen, die bisher nicht gelöst sind. Es ist also gut, hier zu sein. Es ist gut, diese Diskussion zu führen auf parlamentarischer Ebene. Es ist auch gut, das Wissen hier aus der Konferenz mit nach Hause zu nehmen. Dieses Jahr steht das Internet vor zwei Herausforderungen.
Es gibt viele Orte auf der Welt, die stolz darauf sind, zu sagen, wir haben unser eigenes Internet. Wir als Deutschland haben Angst davor, dass diese globale Ressource vielleicht fragmentiert wird, dass Hürden aufgebaut werden für das Internet und dass man sich nicht übermehr frei ausdrücken kann im Internet. Sie sind also heute hier in Berlin, einer Stadt, die geteilt war für eine sehr lange Zeit durch eine Mauer. Wir wissen also, dass Barrieren, dass Mauern nicht gut sind. Und die Menschen davon abzuhalten, sich frei zu äußern, ist nicht gut. Deshalb ist es wichtig, das freie globale Internet zu bewahren. Ein Internet ohne Hürden. Die zweite Herausforderung kommt von Seiten der Industrie. Zu Beginn des Internets gab es viele Aktivisten, es gab viel Open-Source-Technologie, es war alles sehr greifbar. Jetzt haben wir aber gesehen, dass es große Unternehmen gibt, also Stars im Internet, faszinierende Unternehmen, die uns viele Innovationen geliefert haben, aber sie stellen diese offenen Standards in Frage, die es zu Beginn des Internets gab. Jetzt sehen wir in jeder Ecke, dass es Standards gibt, die jemandem gehören, die nicht mehr offen und frei sind. Und diese offenen Standards werden von diesen großen Unternehmen in Frage gestellt. Wir glauben, dass das Internet als Plattform für Innovation offene Standards braucht. Wir in Deutschland kämpfen wir alle zusammen gegen diese Hürden, die von verschiedenen Parteien aufgebaut werden. Wir kämpfen für ein offenes und freies Internet, für offene Standards, für Open Source, für offene Dokumentation, für offene APIs. Und es ist wichtig, dass das Internet diese innovative Plattform bleibt. Wir wollen kein Internet, das letzten Endes von den Unternehmen dominiert wird. Wir wollen ein Internet, das von den Nutzern und von ihren Communities geschaffen und geprägt wird. Das ist sehr wichtig. Wir sind heute hier, um den Jimmy-Schulz-Aufruf zu starten, um diesem Politiker zu gedenken, der immer sich für die Werte des Internets ausgesprochen hat, die ich hier gerade beschrieben habe. Deshalb gibt es auch weitere Herausforderungen, zum Beispiel Internetkriminalität, Hassrede. Wie kann man hier einen Ausgleich schaffen zwischen diesen Themen und der Meinungsfreiheit? Und es ist also gut, dass Politiker überall in der Welt sich austauschen zu ihren Einstellungen, zu ihren Strategien und so zu einem guten Austausch gelangen. Wir sind das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Wir unterstützen das IGF, unser Minister Peter Altmaier, und ich möchte hier seine Grüße übermitteln. Er war an Day Zero hier und hat die parlamentarische Sitzung eröffnet. Wir unterstützen das. Wir sind stolz darauf, dass Sie heute hier sind, in Berlin, hier die ganze Woche. Und ich hoffe, dass Sie einen produktiven letzten Tag haben, dass sie sich gut austauschen, und wir freuen uns alle schon auf das IGF nächstes Jahr in unserem Nachbarland Polen, und wir hoffen, dass wir auch weiterhin mit diesen Werten arbeiten können, also die Werte, eine Welt, ein Internet, eine Vision. One World, One Net, One Vision. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag und freue mich sehr, heute hier zu sein. Vielen Dank. Thank you very much. Thank you very much, Commissioner. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Beauftragter. Wären Sie hier gewesen bei der Eröffnungsveranstaltung am Dienstag, dann hätten Sie wahrscheinlich die bewegenden Worte von Hans-Jürg Durz zu Jimmy Schulz gehört. Und um ihm zu gedenken, haben wir einen Gedenktisch dort drüben eingerichtet. Und ich möchte Sie auffordern, Ihre persönlichen Kommentare zu hinterlassen, also in diesem Gedenkbuch dort drüben.
Mit diesen Worten freue ich mich jetzt, das Wort zu übergeben an Hans-Jörg Dürz. Er ist Mitglied des Deutschen Bundestages und er ist der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses des Deutschen Bundestages zur digitalen Agenda. Herzlich willkommen, Herr Hans-Jörg Dürz. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen und möchte zuallererst Thomas Jatzombek für seine Worte Danke sagen. Als Vertreter eines Ausschusses des Deutschen Bundestages, dem er in der letzten Periode auch noch, zu Beginn dieser Periode auch noch angehört hat, freut es mich sehr, wenn ein Regierungsvertreter auch das Hohelied auf die Einbindung des Parlaments, was ihm immer ein wichtiges Anliegen war, auch anstimmt. Und erlauben Sie mir, diesem Loblied auf die unterschiedlichen Akteure noch ein paar wenige Strophen hinzuzufügen. Vielen Dank an die deutsche Regierung und hier insbesondere das Wirtschaftsministerium dafür, dass Sie mit Feuereifer die Bewerbung Deutschlands für die Ausrichtung des IGF unterstützt haben, dafür, dass Sie maßgeblich zur hervorragend gelungenen Organisation beigetragen haben, die aus dem IGF diese wundervolle Veranstaltung hier in Berlin gemacht hat, dafür, dass Sie sich nicht scheuten, auch vor Ort während dieser Woche als Ansprech- und Diskussionspartner zur Verfügung zu stehen. Vielen, vielen Dank den Vertretern des Bundeswirtschaftsministeriums. Zu loben sind jedoch auch Mitglieder des Deutschen Bundestages, denn es war eine Initiative von Parlamentariern, die den Anstoß dazu gab, das IGF in Deutschland auszurichten. Denn einige wenige Mitglieder unseres Parlaments haben schon seit geraumer Zeit regelmäßig am IGF teilgenommen, darunter auch der am Montag verstorbene Jimmy Schulz. Er und sein Team haben ganz viel gemeinsam geleistet, um das IGF 2019 und vor allem den parlamentarischen Part in Berlin möglich zu machen. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Parlamentarier wie Jimmy Schulz haben schon früh erkannt, welche Bedeutung dem Internet und der damit einhergehenden Digitalisierung aller Lebensbereiche hat. Wie wichtig deshalb Debatten über die Gestaltung der Lebensader des 21. Jahrhunderts sind und dass an diesen Diskussionen die Zivilgesellschaft, Wirtschaftsvertreter, die technische Community, Regierungsvertreter, aber eben auch Parlamentarier teilnehmen müssen. Auf dem IGF im letzten Jahr hat sich diese Erkenntnis bei uns endgültig durchgesetzt, als wir mit einer Delegation des Ausschusses Digitale Agenda die Veranstaltung in Paris besuchten, stellten wir fest, dass viele der dortigen Diskussionen in unserem parlamentarischen Alltag zu wenig vorkommen. Und zwar deshalb klar, es muss sich diesbezüglich etwas ändern. Und heute wissen wir, es hat sich was geändert und daran haben Sie alle einen großen Anteil, denn dass Sie als Parlamentarier aus aller Welt der Einladung Deutschlands gefolgt sind und diese Woche hier in Berlin zusammengekommen sind, ist ein großer Gewinn, sowohl für die Diskussionen auf dem IGF als auch für die Debatten in unseren, in Ihren und auch hier in Deutschland, in den Parlamenten. Denn ich bin sicher, dass Sie die Eindrücke und Erkenntnisse, die Sie hier gewonnen haben, mit in Ihre Parlamente tragen. Ich wünsche mir, dass Sie als Abgeordnete diese Zeit hier in Berlin als fruchtbringend wahrgenommen haben und dass auch die Ausrichter künftiger Internet-Governance-Foren die Beteiligung von Politikern nicht als überflüssig erachten, sondern als Bereicherung der Debatten. Denn wenn uns Parlamentarier auf der ganzen Welt eines eint, dann ist es die Liebe zur fundierten Diskussion. Aus dieser Diskussionsfreude hoffen wir, eine neue Traditionslinie des IGF zu formen. Andere Traditionslinien des IGF wollen wir damit nicht unterminieren, sondern stärken. Seit jeher verstehen sich die Teilnehmer des IGF als Kämpfer für ein freies, offenes, dezentrales Internet. Ein Internet, zu dem jeder Mensch Zugang hat, ein Netz, das die Menschen verbindet,
eine digitale Verbindungsmöglichkeit, die den Menschen dient und niemandem sonst. Mit der Teilnahme am IGF wollen wir die Diskussionen um die freie Netzstruktur stärken. Diese Stärkung ist bitter nötig, denn die freie Netzstruktur wird zurzeit vor allem von zwei Entwicklungen herausgefordert. Thomas J. Zomberg ist auch darauf eingegangen. Deren Ursache liegt zum einen in den Köpfen der Menschen, zum anderen im Herzen technologischer Anwendungen. Lassen Sie mich beide Ursachen kurz erklären. Zunächst die Kopfsache. Verschiedene Staaten sind der Überzeugung, dass sie mit einem Intranet besser fahren als mit dem Anschluss an die globale Netzgemeinde. Und auch in Ländern, die traditionsgemäß multilaterale Problemlösungen befürworten, finden die Prinzipien klassischer Geopolitik zunehmend ihren Weg in die digitalpolitischen Überlegungen. Das kann man als Ausdruck dafür werten, dass die Digitalpolitik endlich erwachsen wird, dass sie ernst genommen wird als eigenständiges Politikfeld und ihre Bedeutung somit steigt und dass deshalb die tradierten politischen Denkweisen auch auf die digitale Welt angewendet werden. Man kann diese Entwicklung jedoch auch darauf zurückführen, dass manche Politiker die Herausforderungen der neuen digitalen Welt mit altbekannten Instrumenten angehen. Dies ist nicht notwendigerweise. Auf der anderen Seite das Herz technologischer Anwendungen. Denn nicht zuletzt werden wir durch das Eigenleben und die Entwicklungen der digitalen Welt herausgefordert. Sie sind Pulsgeber unseres digitalen Lebens. Doch nicht alle Anwendungen, die dem Internet ihre Existenz verdanken, haben sich so entwickelt, wie das anfangs vorausgesagt wurde. Denn lange galt das Internet vor allem im Westen automatisch als Möglichmacher und Verstärker jenes politischen Theoriegebildes, das seit langem seine Grundlage ist. Die Rede ist von einem aufgeklärten Menschenbild. Vertreter von nicht-westlichen Staaten werden sich möglicherweise schon länger gefragt haben, wie der Westen darauf kommt, dass die neue Technologie automatisch zu einer Verbreitung von Demokratie und Aufklärung führt. Auch im Westen müssen wir heute feststellen, unser Optimismus war nicht in jeder Hinsicht berechtigt. Bei weitem nicht jede Entwicklung hat die Aufklärung bekräftigt. Musste man zu Zeiten Immanuel Kants noch den Mut aufbringen, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, glauben manche, es genüge heute die Bedienung des eigenen Smartphones. Dies hat gravierende Folgen. Denn wir tragen mit den Endgeräten nicht nur das Wissen der Welt mit uns in der Hosentasche, sondern auch die Fehlinformationen. Dies kann seltsame Blüten tragen. Wer zum Beispiel nach Bildern von Immanuel Kant googelt, der bekommt zunehmend auch das Konterfei seines Widersachers Friedrich Jacobi zu sehen. Das Ergebnis der Google-Suche gilt aber vielen als so unfehlbar, dass selbst Experten es nicht mehr hinterfragen. Zunehmend wird das Bild von Jacobi in renommierten Beiträgen von Wissenschaftlern und Journalisten fälschlicherweise als Abbild Kants ausgewiesen. Es ist nur eines von vielen Beispielen, das aufzeigt, wie sehr Algorithmen kulturelles Wissen beeinflussen, wie sie als Intermediär und Kompass in einer digitalen Welt leicht in die falsche Richtung zeigen können. Ähnlich ergeht es uns beim Blick auf so manche Anbieter sozialer Medien. Waren sie einst gefeierte Neuentwicklungen der Digitalwirtschaft, die das Leben einfach und transparenter zu machen schienen, so fragen wir uns heute zunehmend, ob die rasant gewachsenen digitalen Monopole, Oligopole die alleinige Verfügungsmacht über gewaltige Datenpools haben sollten. Deshalb ist es kein Wunder, dass wir neben Sicherheitsaspekten und dem Zugang zu möglichst vielen Menschen zum Netz auf dem diesjährigen IGF auch neue Regeln für das Internet und für die auf ihm laufenden Anwendungen und Plattformen gesucht haben. Rund 30 Jahre nach Erfindung des Autos hat man die erste Straßenverkehrsordnung erdacht. Heute schreiben wir rund 30 Jahre Geschichte des zivilen Internets und die Frage nach den Verkehrsregeln der digitalen Welt steht heute im Raum. So war es auch am Montag der Fall, als wir Parlamentarier uns das erste Mal im Rahmen eines IGF zusammengesetzt haben, um über die aktuellen Herausforderungen zu diskutieren. Diese Zusammenkunft am Day Zero, über deren Ergebnisse gleich im Anschluss berichtet wird,
war ein voller Erfolg. Nicht nur, weil so viele Parlamentarier teilgenommen haben, sondern auch, weil in Kleingruppen unter anderem über künstliche Intelligenz, die Beibehaltung einer offenen und sicheren Netzstruktur sowie über Chancen und Risiken der Digitalisierung für Demokratie gesprochen wurde. Bei den Diskussionen hat sich gezeigt, Parlamentarier vernetzen sich untereinander ähnlich schnell, wie sich Smartphones über das Internet miteinander verbinden. Die Interoperabilität von Schnittstellen scheint bei Abgeordneten also gegeben. Doch noch schöner war eigentlich der Moment, als wir wieder zurückfinden wollten in die große Runde, um die Ergebnisse zusammenzufassen, denn die Diskussionen waren so intensiv, dass es viel Mühe und mehrere Aufforderungen brauchte, bis jeder mit einiger Verspätung dann wieder auf seinem Platz saß. Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass es sich mit dem Internet ähnlich verhält. Lassen Sie uns daran arbeiten, dass es den Gegnern eines offenen Internets ähnlich schwer fällt, das einmal global gespannte Netz wieder zu trennen, so wie es uns hoffentlich leicht fällt, die hier geknüpften Kontakte weiter zu pflegen. Lassen Sie uns daran arbeiten, dass Verbindungen in dieser Welt mehr wert sind als Trennungen. Ich habe mich sehr gefreut, dass UN-Generalsekretär Guterres bei der offiziellen Eröffnung des IGF am Dienstag die Ernennung eines Technologiebeauftragten der Vereinten Nationen angekündigt hat. Damit soll die Erarbeitung internationaler Rahmenbedingungen für die digitale Welt vorangetrieben werden. Beim diesjährigen IGF haben wir nicht einen Beauftragten unter den Parlamentariern, sondern gleich eine ganze Reihe. Diese werden uns nun die Ergebnisse aus den parlamentarischen Debatten vorstellen, die wir anschließend gemeinsam diskutieren wollen. Ich danke Ihnen schon jetzt für Ihre Teilnahme an dieser Diskussion und freue mich auf ein Wiedersehen auf dem IGF 2020 in Polen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Duss, dafür, dass Sie uns teilhaben lassen an Ihren Überlegungen. Und Sie haben auch über große Herausforderungen gesprochen. Wir hören jetzt die Zusammenfassungen der einzelnen Workshops. Das wird die nächsten 75 Minuten in Anspruch nehmen. Jeder von Ihnen hat ungefähr 15 Minuten. Wir hören von deutschen und internationalen Abgeordneten. Wir hören zunächst zum Thema künstliche Intelligenz. Und es ist meine Ehre, jetzt Frau Dr. Anna Christmann, Mitglied des Deutschen Bundestages, und Frau Alexandra Gesel, Abgeordnete des Europäischen Parlaments, hier auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Und es ist toll, hier beim IGF zu sein. Ich denke, das ist wirklich ein wichtiger Ort für uns, um diese Themen zu erörtern, auch diese Technologien zu besprechen, wie sie sich auf unsere Zukunft auswirken und was unsere Rolle sein wird, um tatsächlich die Zukunft beeinflussen zu können. Ich bin Anna Christmann. Ich vertrete die Grünen. Ich bin Mitglied der Enquete-Kommission zur künstlichen Intelligenz des Deutschen Bundestages. Wir sind also befasst mit allen Themen, die sich mit KI befassen. Wir haben uns vor 2 Jahren konstituiert und wir bereiten einen Bericht vor, der im nächsten Jahr veröffentlicht wird und bei dem alle Aspekte der KI berücksichtigt werden. Es ist wichtig, dass wir hier Veranstaltungen haben, wo wir auf internationaler Ebene dieses Thema KI besprechen, denn die Technologie KI wird ja globale Auswirkungen haben und somit ist es auch wichtig, dass wir uns auf globaler Ebene über dieses Thema austauschen. Ich würde jetzt für 3 bis 4 Minuten ein paar Dinge sagen und dann übergebe ich an meine Kollegin aus dem Europäischen Parlament. An erster Stelle halte ich es für sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir als Gesetzgeber die Verantwortung dafür haben, dass die künstliche Intelligenz genutzt wird, um Chancen zu nutzen für unsere Demokratie und für unsere freiheitlichen Werte. Das ist nicht gegeben.
damit das passiert, muss Arbeit geleistet werden. Wir als Gesetzgeber sollten das Ziel haben, die künstliche Intelligenz im Sinne der Menschenrechte, unseres Wohlergehens und der Nachhaltigkeit zu nutzen. Dafür brauchen wir gemeinsame Standards auf internationaler Ebene und wir müssen verschiedene Anwendungsfelder ausmachen, die nützlich sind. Gleichzeitig müssen wir auch bestimmte Restriktionen ins Auge fassen oder auch Verbote, wie zum Beispiel autonome Waffen. Auch dieses Thema möchte ich ansprechen, denn auch darüber sprechen wir in der Enquete-Kommission. Und es ist ein Teil der künstlichen Intelligenz. Wir sollten die künstliche Intelligenz zum Wohl der Menschen und der Umwelt einsetzen. Und wir müssen diese beiden Aspekte der Technologie berücksichtigen. In beiden Aspekten haben wir als Gesetzgeber eine wichtige Rolle, um hier dafür zu sorgen, dass die Auswirkungen positiv sind. Es wird natürlich eine ganze Menge Zeit und Energie in Anspruch nehmen, globale Abkommen zu erzielen, aber es ist einfach notwendig. Und ich denke, das IGF und ähnliche Veranstaltungen sind hier tatsächlich auch das richtige Forum dafür. Die deutsche Bundesregierung hat eine KI-Strategie vorgelegt. Das war vor einem Jahr. Und die meisten Länder haben Ähnliches getan in Europa und vielen anderen Ländern der Welt. Aber ich glaube, es muss noch viel mehr getan werden, denn es kann ja nicht sein, dass jedes Land einfach nur versucht, Weltmeister der KI zu werden. Was wir brauchen, ist meiner Ansicht nach ein globales Ziel, nämlich gemeinsame Standards einzuführen, die es uns ermöglichen, die Technologie zum Besten zu verwenden. Insbesondere bin ich der Ansicht, dass kleine Länder, wie zum Beispiel Deutschland, letztendlich sind wir ein kleines Land und in dieser Welt gibt es sehr viele kleine Länder. Also es ist wichtig, dass wir tatsächlich gar nicht unbedingt anstreben, globale Führungsstärke in diesem Gebiet zu haben, aber wir sollten uns gemeinsame Interessen verfolgen. Daher müssen wir globale Standards für die KI verfolgen. Und das bedeutet, dass die KI eine technologische wie auch eine ethische Dimension hat. Insbesondere brauchen wir robuste, intelligente Systeme, die sicher sind. Und wir möchten auch verstehen, was genau die KI tut. Und das bedeutet, sie muss verständlich sein und wahr. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Menschen diese Technologien verstehen können. Das hat natürlich mit Bildung zu tun. Das hat auch damit zu tun, die KI verständlich zu gestalten und sie aus der Blackbox herauszuholen und zu einer verständlichen Technologie zu machen. Das ist wirklich wichtig aus Perspektive des Gesetzgebers. Wir müssen die Menschen mit einbeziehen durch Bildung. Die Bürgerinnen und Bürger müssen die Prinzipien der KI verstehen, sodass sie dann sich auch beteiligen können an der Diskussion. In Deutschland haben wir diese Enquete-Kommission und das ist wirklich ein Instrument, das dazu gedacht ist, Menschen einzubinden in diese Diskussion und dann tatsächlich darüber zu sprechen, auf welchen Gebieten wir mehr Technologie, mehr KI nutzen wollen und in welchen Bereichen wir vielleicht den Menschen ganz klar in der Führungsposition zu behalten. Dann gibt es die Aspekte, die den Arbeitsmarkt betreffen. Auch hier müssen wir eine globale Diskussion führen, denn die Menschen haben Angst vor Arbeitsplatzverlust durch Automatisierung. Denn die KI hat so die Ängste, wird Menschen ersetzen. Das ist vielleicht ein wenig zu vereinfacht. Es ist alles sehr viel komplizierter und es gibt viele Chancen, nicht nur Risiken. Aber natürlich müssen wir diese Ängste ernst nehmen. Und so ist es meiner Ansicht nach unsere Aufgabe, diese Debatte zu führen auf offene Weise und Menschen in diese Debatte mit einzubeziehen und dann auch in Bildung zu investieren, um die Menschen mitzunehmen auf diesen Weg. Ich würde mich also sehr freuen, wenn wir diese Diskussion dann weiterführen könnten, also die vielen Aspekte, die im Bereich KI zu erörtern sind, also welche Gebiete eignen sich für gemeinsame Standards. Das geht natürlich, das trifft auf den Bereich autonome Fahrzeuge zu, aber auch Problemlösungen im Bereich der Bekämpfung des Klimawandels. Das ist eine globale Aufgabe und ich würde mich sehr freuen, wenn wir Technologien wie KI nutzen könnten zur Bekämpfung globaler Herausforderungen, die alle Menschen in der Welt betreffen.
Auch ich möchte Sie herzlich begrüßen. Ich bin Alexandra Gese. Ich vertrete das Europäische Parlament oder bin Mitglied des Europäischen Parlaments und ich habe die große Herausforderung auf mich genommen, Ihnen eine Zusammenfassung der vielen Diskussionen und Debatten zum Thema KI zu geben, die hier beim IGF geführt wurden. Wie wir oft sagen, gibt es viele Chancen, aber es gibt auch Risiken oder Herausforderungen. Das gilt für die künstliche Intelligenz wie auch für meine Aufgabe. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Diskussion zur KI angestoßen wurde von einem Netzwerk von Organisationen, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hatte als Experten für KI, sondern als Experten für Gleichstellung und Gleichberechtigung. Und ich denke, Sie sind wirklich Experten für Vorurteile und Voreingenommenheit. Und das ist natürlich ein Thema, ein Problem, das wir in der KI berücksichtigen müssen. Denn es gibt Chancen, aber gleichzeitig müssen wir berücksichtigen, dass die KI natürlich alle nutzen sollte, auch Frauen, auch Menschen mit Behinderungen, Menschen, die nicht der weißen Ethnie angehören. Und das ist momentan noch nicht unbedingt der Fall. Daten wurden bereits vorgelegt von den nationalen Gleichstellungsorganisationen und 70% der KI-Experten arbeiten anscheinend nicht daran, eine solche Diskriminierung zu verhindern. Und das ist etwas, was wir als Parlamentarier tatsächlich aufgreifen müssen, denn wir vertreten die gesamte Gesellschaft. Dann gab es einen weiteren Workshop, bei dem die digitale Kluft besprochen wurde zwischen Europa, den USA und Afrika. Und der Direktor der Vereinten Nationen sprach darüber, dass die künstliche Energie für das weltweite Wohlergehen tatsächlich funktionieren sollte und dass es Risiken gibt in Bezug auf Rechenschaftspflicht und Vorteile. Es sind viel zu wenige Frauen beteiligt und die Afrikanische Union begrüßte die UN-Initiative und hob hervor, dass es eine Graswurzelbewegung geben sollte, sodass auch die Vertreter der Afrikanischen Union und die einbezogen werden, so wie das auch in der Sharm el-Sheikh-Erklärung vorgesehen ist. Man konzentrierte sich dann auch auf andere Themen. Natürlich die Demokratie, das wird Sie wenig überraschen, und Frieden waren auch auf der Tagesordnung. Dann gab es eine Reihe von Empfehlungen, die vorgelegt wurden von verschiedenen internationalen Organisationen, zum Beispiel vom Rat der OECD, der die OECD-Prinzipien zur künstlichen Intelligenz aus dem Mai 2019 vorgestellt hat. Dann auch ein UNESCO-Bericht für die KI, für die Wissensgesellschaft. In diesem Bericht wird dargelegt, dass es das Recht auf Informations gibt und dass das besser umgesetzt werden muss durch bessere Anbindungen an das Internet und dann auch über das Thema Plattformen. Man muss beim Thema Konnektivität berücksichtigen, dass es in Afrika hier noch sehr, sehr viel Nachholbedarf gibt. Dann wurde ebenso in diesem Bericht dargelegt, dass dasselbe Recht auch eingeschränkt wird durch die künstliche Intelligenz, weil Informationen tatsächlich ausgewählt werden auf Grundlage der Daten, die wir zuvor eingegeben haben. Es gab einen Konsens, dass die KI menschenzentriert sagen muss, dass die digitale Kluft überwunden werden muss und dass man einen Multi-Stakeholder-Ansatz benötigt. Des Weiteren müssen auch die Menschenrechte und ethische Fragen berücksichtigt werden und die nachhaltigen Entwicklungsziele müssen umgesetzt werden. Als Vertreterin des Europäischen Parlaments möchte ich auch hervorheben, dass die Europäische Kommission, die ja jetzt gerade erst am Mittwoch ihre Arbeit aufgenommen hat, bereits eine Initiative angekündigt hat für die eine Initiative für die menschlichen und ethischen Auswirkungen der KI. Und diese Initiative soll innerhalb von 100 Tagen vorgelegt werden. Das wird sehr interessant sein, denn Europa hat bereits einen globalen Standard für den Datenschutz vorgelegt. Und das, was jetzt hier für die KI entwickelt wird, könnte wiederum ein globaler Standard sein für die Auswirkungen der KI. Ich möchte uns alle dazu aufrufen, dass diese Diskussion nicht nur den Experten vorbehalten wird, nicht nur den Technologieexperten. Ich denke, die Technologieexperten haben zunächst einmal die Aufgabe der Gesellschaft als Ganzen und uns zu erklären, was die Möglichkeiten dieser Technologie sind, zum Beispiel die Bekämpfung des Klimawandels, die Erleichterung unseres Lebens. Aber dafür müssen wir alle Stakeholder an einen Tisch holen und müssen dann als Gesellschaft uns überlegen, wie wir die KI tatsächlich nutzen möchten. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für diese Zusammenfassung des Kernthemas.
Wir kommen jetzt zu einem weiteren Kernthema der internationalen Zusammenarbeit für ein offenes und freies Internet. Damit haben wir uns ja seit Day Zero bereits beschäftigt und ich freue mich sehr, Ulrich Lechte auf die Bühne zu bitten, einen Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Sie kommen aber nicht alleine, sondern Sie kommen mit Leonid Levin, einem Mitglied des russischen Parlaments. Ja, das ist so. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, die heute Morgen hierher gekommen sind, es war mir eine große Ehre, dass ich den IGF-Workshop für ein offenes und freies Internet moderieren durfte. Wir hatten eine breite Beteiligung von Parlamentariern aus aller Welt, von Ägypten, Demokratischen Republik Kongo, Burundi, Nicaragua, Brasilien, Bangladesch und einige mehr. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die zum Erfolg des Workshops beigetragen haben. Wir wussten ja nicht, was beim ersten Mal mit Parlamentarierbeteiligung tatsächlich passieren würde. Und es war überraschend, dass so viele von Ihnen gekommen sind. Vertreter Russlands konnte an unserem Workshop leider nicht dabei sein. Mein Kollege Leonid Levin aus der russischen Duma wird daher nach meiner Rede, die 5 Minuten in Anspruch nimmt, dann die russische Perspektive ergänzen. Ich beschränke mich bei meiner Präsentation dabei natürlich nur auf die Ergebnisse unseres Workshops und werde Sie mit meiner eigenen Meinung da nicht belästigen. Unterschiedliche Auffassungen sind ja quasi der Kern des Parlamentarismus. Und das ist das Schöne an unserer Arbeit, dass wir immer was zu diskutieren haben und immer unterschiedliche Vorstellungen über das, wie man Ziele erreicht. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich mit dem Zusammenhang und dem Zugang zum Internet beginnen. Für uns in diesem Saal ist Wi-Fi selbstverständlich. Wir Deutschen haben dafür natürlich auch wieder ein eigenes Wort mit WLAN. Und manchmal merkt man ja, dass zu viele Geräte drin sind und dann funktioniert es nicht richtig. Wie letztens in Paraguay, im Parlamentsgebäude, da waren dann zu viele Geräte auf einmal an und schon war die Geschwindigkeit nicht so sonderlich gut. Aber gerade viele Menschen auf der Welt haben eben keinen Zugang zum Internet und besonders in den armen Regionen. Dementsprechend waren wir uns im Workshop einig, dass wir auch alle Menschen an das Internet anschließen sollten, vor allem auch die Armen der Welt. Wir waren uns natürlich überraschenderweise nicht ganz einig über den Weg, wie wir dorthin kommen. Einige wollten den Internetzugang als Menschenrecht verbriefen. Andere haben widersprochen und wollen dies dem Markt überlassen und sehen das als den möglichst effizientesten Weg zur Erreichung des Ziels. Wir waren uns aber einig, dass arme Länder Unterstützung beim Ausbau der Internetsachen bekommen sollen. Außerdem waren wir uns einig darüber, dass eine faire Besteuerung bei Online-Geschäften nötig ist, dass also alle Staaten auch Zugang zu den Steuereinnahmen haben, die in ihren Staaten entsprechend generiert werden. Beim Thema Zugang zum Internet ergab die Diskussion, dass die Menschen nicht nur in Teilen, sondern Zugang zum gesamten Internet haben sollten. Wir wollen eine Fragmentierung des Internets verhindern, getreu dem Motto des IGFs One World, One Net, One Vision. Um das zu erreichen, haben sich die meisten von uns gegen das Blockieren von Inhalten und gegen Zensur im Internet ausgesprochen. Auch diese Meinung war erneut nicht einheitlich. Es gab einzelne Stimmen, die solche Maßnahmen im Interesse der Sicherheit nicht ausschließen wollten. Daher möchte ich daran appellieren, dass wir uns zumindest an die universellen Menschenrechtsstandards halten. Für alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen gilt die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Artikel 19 regelt das Recht auf freie Meinungsäußerung. Wow, okay. It's wonderful to have your worker here. Artikel 19 regelt das Recht auf freie Meinungsäußerung, Artikel 20 das Recht auf Versammlungsfreiheit. Diese Rechte gelten ohne jeden Zweifel auch online. Unter dem Aspekt der Sicherheit haben wir über den Schutz von persönlichen Daten gesprochen. Dies war uns allen unisono ein wichtiges Anliegen. Das Recht auf Privatsphäre ist in Artikel 12 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte geregelt. Jenseits des Rechts auf Privatsphäre benötigt man aber auch die Mittel zur Durchsetzung dieses Rechts. Im Memoriam von Jimmy, ganz konkret, haben wir über ein Recht auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ohne irgendwelche Hintertürchen gesprochen. Damit die
damit die persönlichen Daten der Menschen vor dem Zugriff der Staaten und der Konzerne der Welt auch wirklich sicher sind. Also vor den Staaten und den Konzernen reine Privatheit für alle Menschen. Für die Sicherheit der Daten ist es außerdem wichtig, dass wir international gegen Cybercrime kooperieren, denn keine andere Kriminalitätsform kann so schnell und einfach mehrfach Staatsgrenzen überwinden wie die Cyberkriminalität. Da möchten wir einen Appell aussprechen, dass möglichst viele Staaten die Budapest Convention gegen Cybercrime von 2001 ratifizieren. Natürlich muss man diese auch stets weiterentwickeln, weil die Zeit ja voranschreitet. Zum Thema offenes Internet haben wir über die Gefahr von Monopolen gesprochen. Wir wollen das Internet als einen offenen Raum für neue Ideen und neue Geschäftsmodelle bewahren, haben meine Vorgänger ja auch schon gesagt. Um das zu erreichen, benötigen wir ein wirksames Wettbewerbsrecht. Damit muss einerseits der Monopolbildung vorgebeugt werden, andererseits muss man dort, wo sich schon Monopole oder Quasi-Monopole gebildet haben, regulierend eingegriffen werden, damit die Plattformen offen für Wettbewerber sind und damit wir echte Chancengleichheit gewähren. Final möchte ich noch etwas ansprechen, worüber wir uns alle einig waren. Das Internet ist das Eigentum der gesamten Menschheit, nicht einzelner Konzerne und auch nicht von Staaten. Daher begrüßen wir als Parlamentarier ausdrücklich den Multi-Stakeholder-Ansatz des Internet Governance Forums. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю. Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Ich vertrete die Russische Föderation, das Parlament der Russischen Föderation. Gestatten Sie mir deswegen auch, Russisch zu sprechen. Ich bin Vorsitzender des Ausschusses für Information und Informationstechnologien und Telekommunikation des Russischen Parlaments. Herzlichen Dank, dass ich hier heute sprechen darf bei diesem so wichtigen Forum, bei diesem so wichtigen Panel. Und ebenfalls die Position Russlands hier kundzutun. Die rechtliche Basis, die diese Fragen regelt, die Verbindungen der Gesellschaft mit dem Internet, gibt es bereits schon einige Jahre. Aber wir sehen natürlich einen neuen Trend in den letzten Jahren, wenn es um die digitale Souveränität geht in den verschiedenen Regionen der Welt. Das hängt zusammen mit den verschiedenen Bedrohungen, die es auch gibt aus der Cyberwelt. Die ganzen Hackerangriffe auf die Finanzwelt, auf die Energieinfrastruktur und auf andere Verkehrsinfrastrukturen, andere wichtige Bereiche des Lebens sind dazu in der Lage, zum Kollaps zu führen in ganzen Regionen. Dann Cyberbullying, dann auch natürlich andere Angriffe auf die personenbezogenen Daten. Das sind alles Angriffe auf unsere Mittel der universalen Kommunikation. Es müssen auch sicherlich auch Barrieren errichtet werden, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Die Berliner Mauer, über die ja sehr viel gesprochen wurde, ist ja vor 30 Jahren gefallen. Aber jetzt wollen viele Regierungen, viele Staaten in der Cyberwelt ähnliche Mauern errichten. Es sind schon Ideen zur Ausarbeitung von Normen und Standards in diesem Bereich ja schon kundgetan worden, auch in der Vergangenheit, seit dem letzten IGF. Was ist passiert seit dem letzten IGF? Die Parlamente in der ganzen Welt müssen anfangen, natürlich konkrete Schritte zu unternehmen, um gemeinsam und gegenseitig sich ergänzende Gesetze zu verabschieden. Es sollte zunächst einmal ein Expertenforum ja sein, dieses IGF, aber es ist ganz klar geworden, dass die Gesellschaft hier konkretere Empfehlungen und politische Lösungen benötigt. Mit jedem Jahr wird die Arbeit des IGF immer bemerkenswerter und immer wichtiger, auch für die Regelung dieser Fragen in den unterschiedlichen Ländern. Und deswegen kann man sagen, dass diese Resolutionen zum Thema des Internets der UNO natürlich im ganzen System des Forums auch erörtert werden sollten. Es ist sinnvoll, sich auch anzuschauen, wie der Status des IGF verändert werden könnte, damit es wirklich zu einer Plattform hier wird, wo tatsächlich verpflichtende Dokumente der UNO verabschiedet werden, um wirklich alle widersprüchlichen Fragen hier auf dieser Ebene zu erörtern.
Die Bundeskanzlerin, Frau Angela Merkel, hat bei der Eröffnung auch darauf hingewiesen, dass sie es gerne sehen würde, dass tatsächlich die internationalen Vereinbarungen in den nationalen Gesetzen, in nationale Gesetze münden würden, und das IGF könnte hierbei eine wichtige Rolle spielen. Eine weitere Herausforderung für die derzeitige Zivilisation ist natürlich die künstliche Intelligenz. Das sind Fragen der Gesellschaft auch, denn sicherlich werden dort auch Aufgaben der staatlichen Verwaltung mehr übernommen werden. Dieser Multi-Stakeholder-Ansatz wird traditionell auch für Internet Governance verwendet, und das sollte sich auch beziehen auf den Bereich der künstlichen Intelligenz. Hier ist es wichtig, dass diese Prozesse der staatlichen Governance, dass diese auch offene und harmonische Lösungen anstreben, damit wir gemeinsam einen Fortschritt hier erzielen können. Hier im Bereich der Cybersicherheit ist die Budapester Konvention von 2001 natürlich maßgeblich, obwohl fast 20 Jahre seitdem vergangen sind. Und der Internet hat sich tatsächlich sehr stark verändert seitdem. Und einige denken, dass viele Teile dieser Budapester Erklärung sich mittlerweile veraltet sind. Und es gibt natürlich auch die Notwendigkeit, hier eine Konvention zu verabschieden. Im November gab es Konsultationen hierzu zwischen Russland und Frankreich. Man hat dabei gesehen, dass wir einander besser verstehen können, lernen müssen, damit wir schneller reagieren können auf die Herausforderung. Es geht natürlich auch um die Zusammenarbeit zwischen Russland und Japan. Im November dieses Jahres hat die Generalversammlung der UNO den Entwurf einer neuen Resolution vorgelegt bekommen, damit das IKT-Technologien, die Nutzung von IKT-Technologien für kriminelle Zwecke verhindert werden kann. Die Frage von universellen Blockierungsinstrumenten im Internet sind ebenfalls eine wichtige Frage. Es wird dabei ignoriert, dass die Zahl der zunehmenden Angriffe im Bereich der Cybersicherheit zunehmen, und der Kampf mit der Cyberkriminalität gewinnt immer mehr an Bedeutung. Hinter dieser Position verbirgt sich vielleicht auch tatsächlich der Wunsch, nicht so sehr viel Verantwortung zu übernehmen in diesem Bereich im Kampf gegen die Cyberkriminalität. In den letzten Jahrzehnten hat es ja eine Zunahme von verschiedenen Gesetzen, aber auch in der Terminologie natürlich sehr viele Veränderungen gegeben. Die Russische Föderation möchte eine internationale Konvention erarbeiten, um die Nutzung von IKT-Technologien international zu gewährleisten im Kampf gegen die Kriminalität, was unseren heutigen Realia entsprechen würde. Ich möchte zum Schluss noch sagen, dass das Internet, das viele Jahrzehnte lang offen gewesen ist, auch grenzenübergreifend und transparent worden ist, sie ist jetzt praktisch einem Balkanisierungsprozess unterworfen. Und auch vom Bereich der Regulierung her sind das neue Herausforderungen alles. Das erfordert eine neue internationale Zusammenarbeit, die Schritt halten würde mit den Tempi der technologischen Entwicklung. Das kann man derzeit praktisch als eine Art Kinderkrankheit sehen im weltweiten Netz. Ich bin davon überzeugt, dass mit gemeinsamen Bemühungen der Regierung und der Parlamente aller Länder es uns gelingen wird, neue internationale Normen zu schaffen, damit wir tatsächlich eine sichere und gute Entwicklung der digitalen Welt ermöglichen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, Kolleginnen, wir müssen aktiver auftreten, wir müssen die Initiative ergreifen, damit wir tatsächlich einen gemeinsamen rechtlichen Raum hier schaffen können. Wir sollten mehr darauf drängen, dass unsere Regierungen sich um diese Fragen bemühen. Und es muss hier darauf hingewiesen werden, dass diese Normen erforderlich sind. Das sagen nicht nur die Parlamentarier, das sagen nicht nur die Experten, sondern das sagen auch die Leiter sehr vieler multinationaler Firmen und Unternehmen. Sehr viele sprechen schon seit Jahren davon, dass sie von der internationalen Gemeinschaft tatsächlich erwarten, dass hier harmonisierte Regelungen geschaffen werden, damit ihre Dienstleistungen, die ja transnational verfügbar sind, damit dann allgemeingültige Prinzipien dort Geltung finden.
Gestatten Sie uns allen zu helfen und vor allen Dingen unseren Bürgern und Bürgerinnen zu helfen, damit wir diese vereinheitlichten Regelungen schaffen können in dieser digitalen Welt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you for your diverse reflections and takeaways, gentlemen. We are now. Vielen Dank für Ihre Überlegungen. Wir gehen jetzt mal tiefer zu der Frage kritischer Infrastrukturen und ihrer Sicherung. Das tun wir zusammen mit Anja Kemmer, Mitglied des Bundestags, und Charles Mock, Mitglied des Legislativrates Hongkongs. Meine Damen und Herren, ich bin Ronja Kemmer, Mitglied des Deutschen Bundestages. Ich denke, dass die Diskussionen in dieser Woche beim IGF ganz klar gezeigt haben, dass die offene und freie Architektur des Internets ganz zentral ist. Zentral für fairen Wettbewerb, für Innovation und auch für Demokratie. Risiken und unerwünschte Nebenwirkungen des Internets beeinflussen immer mehr auch direkt unser tägliches Leben. Und daher braucht es heute eine effektive internationale Governance. Und dafür brauchen wir Stabilität. Wenn man das Ziel eines freien Internets verfolgen will, dann braucht man dringend eine solide Infrastruktur. Wir haben leider immer wieder gehört, dass diese offene Architektur unter Druck geraten ist. Und ich denke, das hat vor allem zwei Gründe. Zum einen haben einige Länder Tendenzen, das Internet zu fragmentieren. Sie schaffen geschlossene nationale Intranetze oder andere Systeme. Und wir haben, denke ich, diese Woche gehört, dass es einen klaren Konsens gibt, dass wir auf allen Ebenen zusammenarbeiten müssen, um weitere Fragmentierung des Internets entgegenzuwirken. Und daher denke ich, dass Staaten und Regionen nicht ihr eigenes DNS, eine neue Adressinfrastruktur, entwickeln sollten. Gleichzeitig gibt es weitere neue Herausforderungen für die Internetarchitektur von der technologischen Seite. Die Beiträge beim IGF haben gezeigt, dass insbesondere im Hinblick auf neue Technologien wie KI, das Internet der Dinge, Big Data gilt, dass diese neue Herausforderungen hervorbringen. Ich denke, dass es hier ganz ernsthafte Probleme gibt, auch im Hinblick auf Angriffe auf Technologie. Wenn diese Angriffe erfolgreich sind, dann fällt unsere Infrastruktur aus, beispielsweise die Stromversorgung oder das Verkehrssystem bricht zusammen. Grundlegende Dienste wie Rettungsdienste könnten auch beeinträchtigt werden. Aus wirtschaftlicher Perspektive sind eben auch finanzielle Verluste möglich, überall auf der Welt. Eine Bitkom-Studie hat gezeigt, dass dass Unternehmen in Deutschland in den letzten 2 Jahren allein zwischen 2016 und 2018 bis zu 32 Milliarden Euro verloren haben aufgrund von Cyberangriffen. Ich denke, dass es auch klar geworden ist, dass sowohl Unternehmen als auch Personen Risiko laufen, das Vertrauen in digitale Prozesse zu verlieren, wenn wir die kritische Infrastruktur nicht besser sichern. Die Globale Kommission zur Stabilität des Cyberraumes hat vor 2 Wochen ihren Abschlussbericht herausgegeben. Und diese Kommission hat Standards vorgeschlagen zum Schutz der Kernelemente der Internetarchitektur. Und dieser gilt für Angriffe durch Regierungen, aber auch durch Nichtregierungen. Es wurde allerdings unterstrichen, dass dieses Ziel nur erreicht werden kann, wenn man einen Multi-Stakeholder-Ansatz wählt, insbesondere im Hinblick auf neue gemeinsame Regulierung und gemeinsame Umsetzung der neuen Gesetze. Ich bin der Meinung, dass das genau der Weg ist, den wir gehen müssen. Von deutscher Seite
sind wir absolut überzeugt von diesem Multi-Stakeholder-Ansatz und werden ihn aufrechterhalten. Denn wir brauchen diesen Dialog von natürlich Staaten und ihren Vertretern, aber auch internationalen Organisationen, Unternehmen, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft. Dieses Jahr war das erste Mal, glaube ich, dass so viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier beim IGF vertreten waren. Und ich glaube, dass wir auf diesem Weg weitergehen sollten und auf diesem hervorragenden Fundament aufbauen sollten. Jetzt ist es wichtig, auf den Erfolgen der letzten Tage aufzubauen. Die Internet Governance endet natürlich nicht mit dem letzten Tag des IGF. Und jetzt liegt es an uns allen, die Ergebnisse in unsere Parlamente zu tragen und an diesen Themen mit Leidenschaft weiterzuarbeiten. Die Verantwortung für die Struktur des Internets liegt natürlich nicht nur bei der Legislative oder bei Regulierungsbehörden. Es ist vielmehr sehr klar geworden aus den Beiträgen hier, auf, insbesondere von der ICANN und der Internationalen Fernmeldeunion, dass auch diese ganz wichtige Player sind. Und letztlich haben aber auch alle, hat auch jede Einzelperson Verantwortung im Internet. Verantwortung für die eigene Cyberhygiene, also sicherstellen, dass die eigenen Daten geschützt sind gegen Angriffe, sichere Passwörter, regelmäßige Updates und gute, sichere Hardware. Es ist daher sicher, dass wir das Bewusstsein stärken für die Bedeutung der Internet Governance und natürlich auch für ein technisches Verständnis, das im gesellschaftlichen Diskurs auch entwickelt werden muss und auch in politischen Entscheidungsprozessen stärker einfließen muss. Ich bin absolut optimistisch, dass wir das erreichen können. Und wenn Sie hier die Leidenschaft sehen und die Entschlossenheit der Menschen hier beim IGF in den letzten Tagen, dann denke ich, dass auch wahrscheinlich Sie positiv gestimmt sind. Vielen herzlichen Dank. Guten Tag, ich bin Charles Mock. Ich bin Mitglied des Legislativrates der Sonderverwaltungszone Hongkongs in China. Ich bin hier zum ersten Mal in dieser Funktion beim IGF. In der Vergangenheit war ich nicht als Parlamentarier hier. Ich war entweder Industrievertreter oder ein Vertreter der Zivilgesellschaft. Als ich zum Beispiel der Internet Society of Hong Kong vorsaß. Das heißt also, ich habe hier schon verschiedene Blickwinkel eingenommen beim IGF. Jetzt spreche ich in meiner Kapazität als Parlamentarier. Und ich sehe durchaus neue Sichtweisen, die wir eben auch in das IGF einbringen können. Ich kann sagen, dass in verschiedenen Ländern und einschließlich auch Hongkong in den letzten Jahren die Entwicklung der digitalen Infrastruktur ein ganz zentrales Thema geworden ist. Das heißt, dass Regierungen versuchen, die digitalen Technologien zu nutzen, um ihre Wirtschaft zu entwickeln, um Bürgerdienste zu verbessern in allen möglichen Bereichen. Oft stellt sich dann aber das Problem, dass viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier die Technologien, die wir fördern möchten, nicht gut kennen. Und wenn es dann um Fragen geht wie den Umgang mit der kritischen Infrastruktur, die Nutzung verschiedener Technologien und so weiter, dann kommen Sorgen der Bevölkerung auf, zum Beispiel zu Menschenrechten und Datenschutz. Und oftmals wissen Parlamentarier nicht genau, wie sie damit umgehen sollten. Und da ist es für uns auch notwendig, Netzwerke zu bilden unter Parlamentariern aus der ganzen Welt, die vielleicht die Technologien auch
kennen, so sehr wie wir, und vor allem aber versuchen, die Probleme in eine richtige Perspektive zu rücken, um dann Lösungen zu finden. In Hongkong gibt es zum Beispiel Smart City-Initiativen und so weiter, wie in vielen Städten in der Welt. Oft stehen wir aber vor dem Problem, dass wir die Vorteile unseren Bürgerinnen und Bürgern erklären müssen. Und wie tun wir das? Wie können wir sicherstellen, dass die Menschen den Regierungen vertrauen, wenn die Regierungen mit diesen Daten umgehen? Da sind viele Menschen mittlerweile heutzutage sehr sensibel. Sie sind nicht nur sensibel, was den Umgang mit den Daten bei großen Technologieunternehmen umgeht, sondern eben auch durch Regierungen. Insbesondere bei Regierungen, die ein eher geringes Vertrauen ihrer Bevölkerung genießen. Und hier müssen wir äußerst vorsichtig sein. Insbesondere in meiner Situation, in meiner Heimat, dort sind wir im Moment an einem ganz schwierigen, sensiblen Zeitpunkt. Oftmals wird in der entwickelten Welt über Fragen der kritischen Infrastruktur und Sicherheit des Internets gesprochen. Und Sie haben vielleicht eine gewisse Perspektive, weil Sie die Unterstützung einer demokratischen Basis haben. Und die gibt es aber in anderen Teilen der Welt nicht notwendigerweise. Wenn es also darum geht, wie man mit großen Technologieunternehmen umgeht, wie man sicherstellen kann, dass sie sichere Dienstleistungen zur Verfügung stellen, lassen sich vielleicht die Lösungen, die die Industrienationen fordern, nicht unbedingt auf andere Weltregionen übertragen. Ich sage noch nicht einmal, dass es hier um entwickelte Welt versus Entwicklungsländer geht. Aber es geht um Länder, wo vielleicht demokratische Institutionen noch nicht so reif sind oder nicht so stabil. Und auch hier kann das EGF ein besseres Verständnis wecken und dann auch gemeinsame Lösungen entwickeln für diese schwierigen Fragen, die die Technologie aufwirft, für Regierungen, Parlamente, Unternehmen und vor allem natürlich auch die Zivilgesellschaft. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Charles Mock und Ronja Kemmer. Wir haben jetzt heute Morgen noch zwei Zusammenfassungen. Bei der nächsten geht es darum, wie man den Frieden im digitalen Zeitalter aufrecht erhält. Ich möchte jetzt Falko Moers auf der Bühne bitten, aus dem Deutschen Bundestag, und Mariana Al-Erda aus dem ägyptischen Parlament. Sie haben das Wort. So viel Deutsch erst einmal. Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt, ich möchte ganz besonders den Mitgliedern des Bundestags danken, denn sie haben dafür gesorgt, dass es hier so gut abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist. Vielen Dank, es ist schön hier zu sein, und ich möchte natürlich auch dem IGF danken. Sie haben seiner Exzellenz Tarek Kemmer die Möglichkeit gegeben, in der Eröffnungszeremonie zu sprechen. Er war ehemaliger Kommunikationsminister in Ägypten. Eine Frage ist folgende. Haben wir Interesse an Frieden im digitalen Zeitalter? Ja, das haben wir. Das Internet ist sicherlich ein Bereich zukünftiger Konflikte. In der Öffnungszeremonie hat der Generalsekretär sehr wichtige Fragen aufgeworfen. Die erste war, wohin bringt uns die Technologie? Und ich möchte hinzufügen, in Richtung Frieden oder in Richtung Krieg? Zweite Frage, werden unsere Würde und unsere Rechte erweitert oder verringert?
Und ich möchte fragen, und wie steht es um den Frieden? Dann drittens, werden unsere Gesellschaften gleichberechtigter sein oder weniger gleichberechtigt? Und meine Frage, wie kann das Dreieck aus digitaler, politischer und gesellschaftlicher Kluft den Frieden beeinträchtigen? Und seine Frage war dann noch, werden wir sicherer sein oder weniger sicher? Und meine Frage ist, welchen Einfluss Cybersicherheit und Privatsphäre auf den Frieden haben? Ich möchte jetzt Herausforderungen ansprechen. Und wir als Parlamentarier stimmen ja gerne ab. Wenn Sie eine der Herausforderungen also für besonders wichtig halten, heben Sie bitte die rechte Hand. Wenn Sie es für weniger wichtig halten, können Sie die linke Hand heben. Erste Herausforderung. Wie kann man einen Rahmen schaffen, um Personen zu schützen vor der Nutzung Überwachungstechnologie, die ihre Menschenrechte beeinträchtigen? Vielen Dank für Ihre Stimme. Es geht hier eben auch um Möglichkeiten von Staaten im Bereich der Überwachungstechnologie. Und es geht darum, dass Unternehmen auch ihren Verantwortung nachkommen, genauso wie Regierungen. Zweite Herausforderung, wie findet man ein Equilibrium zwischen Kosten und Nutzen, wenn es um Dual-Use-Technologien geht? Ich möchte das noch erklären. Sie wissen ja, dass Expertenkontrolle ein ganz schwieriges Thema ist. Ach, und Exportkontrolle. Es geht hier um Politik, die national und international relevant ist. Und wir haben ja eine Schnittstelle von Menschenrechten, Sicherheit und Unternehmen. Ist das eine Herausforderung? Ist das wichtig oder nicht? Und dritte Herausforderung. Wie gehen wir mit den neuen Formen der Gewalt durch das Internet der Dinge um? Im Jahr 2025 werden wir 22 Milliarden IoT-Geräte haben und es gibt noch kaum passende Gesetze. Und dennoch gibt es jetzt schon Rechtsstreitigkeiten. Vierte Herausforderung. Es ist im öffentlichen Interesse, Würde, Menschenwürde und Frieden zu bewahren. Wie löst man also den Interessenskonflikt mit sozialen Netzwerken? In einer Sitzung gab es einen Vertreter, der sagte, dass in jeder Minute 500 Stunden von Medien gepostet werden und 1% ist auf jeden Fall illegal oder schädlich. Und er sagte, es gibt also ein Problem, wir können das von uns weisen, aber es besteht und da ist also sehr, sehr viel zu tun. Ist das also wichtig oder weniger wichtig, diese Herausforderung? Und damit zusammenhängend, wie können wir gegen Hassrede und Mobbing im Internet angehen? Es gibt wirklich eine schwierige Balance zwischen freier Meinungsäußerung und strafwürdigen Handlungen. Und dann, nächste Herausforderung, wie gehen wir mit Fehlinformationen um? Und die europäischen Regierungen wählen Selbstregulierung und direkte Regulierung von Online-Inhalten, die Entwicklung, es werden neue Gesetze entwickelt. Aber wir haben in den Diskussionen auch gehört, dass wir eine gute Unterscheidung treffen müssen zwischen individuellen Fehlinformationen und Fehlinformationen wirklich auf großer Basis durch Bots, durch Maschinen, nicht durch Einzelpersonen. Wir haben hier gehört, dass mehr Transparenz notwendig wäre seitens der Plattformen im Hinblick auf ihre Unternehmensmodelle, Sammlung und Nutzung von Daten und Funktionsweise der Algorithmen. Und dann haben aber auch einiges gesagt, dass diese Unternehmen wirklich ihre Unternehmensmodelle von Grund auf neu denken müssten. Einige haben auch gesagt, dass freie Meinungsäußerung kein absolutes Recht ist, sondern auch rechtlicher Regulierung unterliegt. Ich denke, ich habe jetzt viele Herausforderungen angesprochen, aber die größte ist, wie man Frieden und Konflikt im Cyberspace quantifizieren kann. Wie kann man sagen, es besteht echter Frieden oder nicht? Und das ist schwer messbar aufgrund geopolitischer Spannungen. Aber mögliche Indikatoren könnten folgende sein.
Man könnte die Schwere und die Anzahl von Cyberangriffen messen. Und zweitens gibt es Indikatoren, die zeigen, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Land ein Ursprungsland von Cyberangriffen ist. Und wie geht man dann als internationale Gemeinschaft mit diesen Ländern um? Gibt es Sanktionen für Länder, aus denen solche Angriffe ausgehen? Das wissen wir noch nicht. Und dann noch eine wichtige Frage. Wer wird in der Lage sein, mit diesen Herausforderungen umzugehen, sie anzugehen? Denn der Frieden ist eine menschliche Frage und er muss von Menschen umgesetzt werden. Mutter Teresa hat gesagt, wenn wir keinen Frieden haben, dann haben wir vergessen, dass wir einander gehören und zusammengehören. Daher brauchen wir einen gemeinsamen Ansatz und wir müssen uns fokussieren auf Menschenrechte, kritische Infrastruktur, Verletzlichkeiten und Sicherheitslücken in der Lieferkette. Zum Schluss möchte ich sagen, dass es ganz besonders wichtig ist, dass man auch dass man immer auch weitergeht und guckt, ob Maßnahmen, die man ergriffen hat, erfolgreich sind. Ronald Reagan hat gesagt, Frieden ist nicht das Fehlen von Konflikten, sondern die Möglichkeit, mit diesen Konflikten friedlich umzugehen. One World, One Net, One Vision, Frieden. Dankeschön. Guten Morgen. Es ist unser letzter Tag oder Ihr letzter Tag hier in Berlin und ich möchte Sie hier willkommen heißen. Berlin ist ja eine ganz ikonische Stadt, insbesondere auch wenn wir über Frieden sprechen in der deutschen Geschichte. Berlin ist ein ganz tolles Beispiel für Inklusion, Toleranz, aber auch Innovation in technischen Fragen. Und daher ist es ein sehr passender Ort für das EGF 2019. Ich hoffe, Sie hatten hier eine produktive Woche in unserer Hauptstadt. Internet und Frieden. Wir wissen ja, dass es hier unterschiedliche Narrative gibt. Eins konzentriert sich sehr auf die Unabhängigkeit des Internets, die Kraft der Unabhängigkeit des Internets. Und dann gibt es einen Ansatz, der sich stärker konzentriert auf eine negative Seite. Das ist ein Ansatz aus der Militärgeschichte vielleicht. Und ich bin mir sicher, dass wir beide Seiten kennen, die positive und die negative Kraft des Internets. Ich war in der Vergangenheit Berater für die Weltbank, für die nordafrikanischen Regionen, Länder im Jahr 2012. Und wir haben dort damals gesehen, dass soziale Netzwerke Macht haben. Sie geben der Zivilgesellschaft Macht. Es können Regierungen hinterfragt werden. Manchmal sind die Effekte allerdings nicht nachhaltig, wie wir sehen konnten. Ich habe momentan sehr große Solidarität mit den Menschen auf der Straße in Hongkong, die auch das Internet in ihrem Freiheitskampf nutzen. Wir sehen aber auch, dass Regierungen das Internet nutzen für Sanktionen, für Kontrolle ihrer Bürgerinnen und Bürger, für Zensur. Wenn es um die Frage nach Frieden geht, müssen wir also verschiedene Dimensionen angehen und ansehen. Denn Internet und der Frieden geraten ja unter Druck durch Regierungen, aber auch durch Akteure, die nicht den Regierungen angehören. Und daher ist die Frage eine Aufgabe für alle von uns. Und wir brauchen einen Multi-Stakeholder-Ansatz, um Sicherheit und Integrität des Internet zu gewährleisten. Es ist daher ein Rahmen erforderlich, ein Rahmen internationaler Regeln zur Sicherung dieser Dimensionen. Und ich bin absolut überzeugt, dass wir einen menschenrechtszentrierten Ansatz brauchen. Die Menschenrechte müssen ein grundlegendes Element sein, das Fundament von Frieden und Freiheit im Internet.
Eine der ersten Fragen, die wir hier gehört haben, war folgende. Welche Kapazitäten und Fähigkeiten brauchen Regierungen und Länder? Benötigen sie Kapazitäten für Hackbacks, für Gegenangriffe? Und vergessen wir bitte nicht, dass es ein schwerwiegendes Problem immer noch gibt, dass es äußerst schwierig ist, die Urheber von Angriffen zu bestimmen. Wir haben aus einem Digitalisierungsbericht erfahren, dass ungefähr 50 Länder bestätigt haben, dass sie Fähigkeiten haben für Hackbacks, für digitale Gegenangriffe. Auch wir in Deutschland diskutieren derzeit, ob wir solche Fähigkeiten benötigen. Und natürlich ist es das gute Recht jedes Landes, sich zu verteidigen, online und offline. Wir müssen aber auch sicherstellen, dass jedwede Handlungen von Ländern, von Regierungen immer verhältnismäßig sind. Meine Kollegin hat die Frage aufgeworfen, wie wir Frieden und Sicherheit messen können. Und ich möchte das noch einmal wiederholen. Ich glaube, meine Kollegin hat das schon ganz hervorragend getan, aber ich denke, das ist ja die zentrale Frage, wenn es um den Frieden geht. Wie messen wir eigentlich Frieden im Internet? Und deshalb brauchen wir einen Multi-Stakeholder-Ansatz, denn alle haben eine wichtige Rolle zu spielen. Und daher bin ich so froh, dass das IGF wirklich diesen Multi-Stakeholder-Ansatz sich auf die Fahnen geschrieben hat. Also noch einmal ganz eindeutig, wir brauchen einen menschenrechtsbasierten Ansatz. Es darf keinen Platz geben für die Verletzung, die Kompromittierung von Menschenrechten im Internet. Und es ist unsere gemeinsame Verantwortung, national und international, diesen Frieden zu gewährleisten. Zu gewährleisten, dass kritische Infrastruktur, Telekommunikationsinfrastruktur, sicher und friedlich ist, sodass wir die positive Kraft nutzen können, die dem Internet innewohnt. Vielen herzlichen Dank. Und ich hoffe, dass Sie alle hier sehr viel gelernt haben, dass Sie dann mit in Ihre Heimatländer tragen können. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Moos und Marianne. In Deutschland ist es immer seltsam, wenn man seine rechte Hand hebt, aber ich danke Ihnen, dass Sie hier mit abgestimmt haben. So, wir schließen jetzt den Kreis. Wir haben die Frage gestellt, ist das digitale Zeitalter ein Werkzeug oder eine Falle für die Demokratie? Wir haben Anke Domscheit-Berg, Bundestagsmitglied, und Karen Bergscheid aus dem EU-Parlament. Vielen Dank. Karen Melchior, Entschuldigung. Es ist ja immer schwierig, in der letzten Runde dran zu sein. Ich möchte mich selbst kurz vorstellen. Ich bin Anke Domscheit-Berg, Mitglied des Deutschen Bundestags und Internetpolitik-Sprecherin der Linken und Teil der Enquete-Kommission zur künstlichen Intelligenz. Wir haben diese Themen ja schon besprochen. Ich habe den Workshop an Tag 0 der Zero geleitet mit den Parlamentarierinnen und Parlamentariern. Wir haben Themen von Demokratie und Digitalisierung angesprochen. Und wir hatten eine wirklich sehr intensive Diskussion mit Kolleginnen und Kollegen aus allen Teilen der Welt, der Mongolei, Brasilien, Hongkong, den Malediven, Japan, El Salvador und Dänemark und selbstverständlich auch aus Deutschland. Wir haben über 4 Fragen gesprochen, hauptsächlich. Und das wichtigste Thema waren die Herausforderungen durch digitale Monopole. Wir waren uns hier einig, dass wir da scheitern mit internationaler Regulierung. Wir haben gesprochen über Eingriffe in Wahlen, systematisch verbreitete Fehlinformationen. Und wir waren uns auch einig,
dass wir hier oftmals nicht genug getan haben. Und wir haben also nationale Ansätze diskutiert. In Brasilien wird derzeit zum Beispiel ein Gesetz geplant, das zu größerer Transparenz bei Wahlwerbung führen soll. In Deutschland arbeitet auch eine Expertenkommission zum Thema Monopole. Wir haben auch aus Hongkong gehört, dass es sehr länderspezifische Herausforderungen gibt. Man kann also nicht unbedingt Gesetze immer eins zu eins übertragen auf ein anderes Land. Was in einem Land hilfreich ist im Kampf gegen Falschinformationen, könnte in einem anderen Land zur Zensur genutzt werden. Und das muss natürlich vermieden werden. Wir haben auch über Login-Effekte gesprochen, Netzwerkeffekte, die Monopole so mächtig machen. Was kann da getan werden? Es ist eine große Herausforderung. Wir waren uns alle einig, dass wir mehr Interoperabilität brauchen, bessere Arbeitsstandards. Aber wir sind auch noch weitergegangen. Wir haben besprochen, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, ein globales soziales Netzwerk zu haben, das nicht profitzentriert ist. Denn wir sprechen ja hier über globale gesellschaftliche Effekte. Wir haben dann auch besprochen, wer ein solches Netzwerk einrichten könnte. Vielleicht die UN, aber wie gesagt, wir sind hier nicht zu einem definitiven Ergebnis gekommen. Wir haben uns also auch gefragt, wer zu große Monopole aufbrechen könnte. Wer könnte denn das tun? Auch da haben wir keine perfekte Antwort gefunden. Die meisten waren der Meinung, wenn das jemandem gelingen kann, dann den USA. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich weiß, dass es zumindest auf EU-Ebene Diskussionen gibt dazu, wie man zumindest Fusionen zurückgängig machen kann, wie zum Beispiel die von Facebook und WhatsApp und Instagram. Dann Daten sammeln durch digitale Monopole, Data Mining. Es gibt derzeit eine Diskussion, ob es eine gute Idee ist, große Monopole zu zwingen, Teile ihrer Daten zu öffnen, für andere zu öffnen. Hier haben wir keinen Konsens erlangen können. Es gab ganz spannende Fragen dazu, über welche Art von Daten wir sprechen, wie so etwas umgesetzt werden könnte. Das war eine ganz spannende Diskussion. Ich werde auch kurz über andere Herausforderungen sprechen, die wir diskutiert haben. Wir haben über Hassverbrechen gesprochen, Gewalt gegen Kinder und gegen Frauen im Internet und was da getan werden kann. In einem Land, ich glaube Brasilien, bestand die Herausforderung, dass digitale Beweise derzeit noch nicht von Gerichten anerkannt werden. Es gibt derzeit geplante Gesetze, das zu verändern. In Deutschland gab es nun eine Regierungsentscheidung, dass eine Strafverfolgungsbehörde eingerichtet werden soll, die umgehen soll mit Hasskriminalität, digitaler Kriminalität. Ja, Hass kann Teil der freien Meinungsäußerung sein, aber wenn gegen das Strafgesetz verstoßen wird, dann muss ein solcher Verstoß auch geahndet werden. Und dann haben wir Zugang zum Internet für alle besprochen. Denn man kann nur effektiv wirksam an einer Demokratie teilhaben, wenn man Zugang zum Internet hat. Auch hier gibt es länderspezifische Herausforderungen. In Brasilien gibt es ein weiteres geplantes Gesetz, das Internetzugang zu einem Grundrecht machen soll. Und jemand aus der Mongolei sagte, dass sie das auch gerne hätten. Aber die Mongolei hat eine sehr, sehr niedrige Bevölkerungsdichte. Und daher ist es äußerst schwierig, ein solches Recht umzusetzen. Und es ist noch unklar, wie das praktisch geschehen soll. Zuletzt möchte ich sagen, dass wir auch noch über Privatsphäre gesprochen haben, über Datenschutz. Es ging nicht nur darum, was große Unternehmen mit unseren Daten tun, Cambridge Analytica und andere, sondern auch, was Regierungen mit den Daten tun. In der Europäischen Union gibt es die Datenschutzgrundverordnung. Diese wurde auch von Vertreterinnen und Vertretern anderer Kontinente genannt. Sie sehen diese Verordnung als gutes Beispiel, die sie auch für sich produktiv nutzen können in ihrer jeweiligen Gesetzeslage.
Und was die Datennutzung durch die Regierung angeht, hier hat die deutsche Bundesregierung beschlossen, ein sogenanntes Datendashboard einzurichten. Damit können die Bürgerinnen und Bürger jederzeit sehen, welche Daten die Regierung über sie hat und welche Behörde Zugriff genommen hat auf welche Daten. Das ist nur eine kurze Zusammenfassung dessen, was wir am Montag besprochen haben. Zusammenfassend kann ich sagen, dass uns klar geworden ist, dass wir auf allen Kontinenten mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert sind. Wir können viel voneinander lernen, aber es gibt keine allgemeingültigen Lösungen. Wir müssen außerdem unseren Horizont erweitern und erkennen, dass was in einem Land funktioniert, in einem anderen durchaus schädlich sein kann. Wir freuen uns darauf, in der Zukunft bei den EGFs dieses Gespräch aufrechtzuerhalten. Und wir sind uns aber auch einig, dass wir den Multi-Stakeholder-Ansatz auch in unsere eigenen politischen nationalen Entscheidungsprozesse umsetzen sollten. Das heißt, mehr Multi-Stakeholder-Arbeit in den Parlamenten. Vielen herzlichen Dank. Die deutsche Regierung und das deutsche Parlament für die Invitation für die parlamentarische Versammlung. And that's the German for me today. 30 years after 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer müssen wir uns daran erinnern, dass jetzt nicht der Zeitpunkt ist, neue digitale Mauern zu bauen. Wir müssen die Chance der digitalen Technologien nutzen für Kommunikation mit den Bürgern. Das offene, das freie Internet erlaubt es die Bürger zu stärken, dass sie teilhaben können an der Gesellschaft. Wir müssen digitale Werkzeuge nutzen, damit unsere Behörden auch von den Bürgern kontrolliert werden können. Denn wem dienen wir, wenn nicht unseren Bürgern und all unseren Bürgern? Unsere Bürger müssen geschützt werden, aber nicht gegen eine undefinierte Cyberkriminalität. Wir müssen die Integrität wahren von all unseren Bürgern gegen Massenüberwachung durch unsere Regierungen, den Polizeibehörden, unseren Sicherheitsbehörden überall aus der Welt. Aber auch vor kommerzieller Überwachung durch Unternehmen, Datenvermarkter und Plattformen. Wir als Parlamentarier müssen darauf bestehen, dass wir eine Aufsicht haben darüber, wie Daten genutzt werden, wie wir behandelt werden. Und wir müssen auch die Plattformen auffordern, den Gesellschaften zu dienen, demokratischen Dialog zu führen. Diese sollte frei sein und offen und unsere Gesellschaften zusammenführen. Wir sollten auch nicht Geschäftsmodelle zulassen und nicht zulassen, dass diese Geschäftsmodelle zu polarisierten Positionen führen. Wir können es auch nicht zulassen, dass unsere Kollegen Angst haben für ihre Bürger. Ganz egal, dass auch Geschlechterpositionen unterminiert werden. Wir alle sind, ganz egal, welcher Rasse, welchem Geschlecht wir anhören, wir sind alle Bürger. Wir haben alle die gleichen Rechte. Diese gleichen Rechte sollten die Grundlage für unseren Cyberspace sein. Diese gleichen Rechte und unsere Menschenrechte müssen unterstützt werden und nicht untergraben durch die technologischen Werkzeuge, die wir im Internet haben. Deshalb müssen wir die Verschlüsselung fördern und auch den Zugang zu Informationen. Das ist die Basis für ein freies, offenes, stabiles und nicht fragmentiertes Internet, wie wir im Aufruf von Jimmy Schulz gehört haben. Das sollte unsere gemeinsame Vision sein für ein Internet, für eine Welt. Vielen Dank. Thank you. Vielen Dank, meine Damen, für diese Zusammenfassungen. Ich möchte nochmal auf Marion zurückkommen. Vielleicht können Sie jetzt noch Ihre rechte Hand heben, wenn Sie glauben, dass es eine gute Idee war und eine gute Initiative, den Parlamentariern so eine starke Stimme zu geben beim diesjährigen IGF. Bitte heben Sie Ihre rechte Hand. Wenn Sie das nicht glauben, dann heben Sie die linke. Ich sehe hier nicht so viele verschiedene Meinungen. Also vielen Dank, Marion, für diese Initiative. Ich möchte jetzt die Bühne übergeben für die nächsten 45 Minuten. Da wird es eine Podiumsdiskussion geben und es wird auch eine Frage- und Antwortrunde geben. Die Frage ist, was
nehmen wir mit oder was nehmen Sie mit in Ihre nationalen Parlamente? Und die Moderation erfolgt durch Thomas Schneider. Er ist Botschafter und Leiter für internationale Angelegenheiten und Beziehungen im Schweizer Büro für Kommunikation. Wir haben 4 hervorragende Panelisten. Ich werde sie kurz vorstellen. Wir haben noch einmal Marian A'Azer. Sie ist immer noch Mitglied des ägyptischen Parlaments. Wir haben Alhagi Bo, Mitglied des gambischen Parlaments. Ich möchte Sie jetzt alle herzlich auf die Bühne bitten. Carla Zambelli, Mitglied des Parlaments von Brasilien. Und Margarita Escobar, Mitglied des Parlaments von El Salvador. Sie haben alle einen 5-minütigen Impuls mitgebracht. Vielen Dank. Und Thomas Schneider wird dann die Diskussion führen für die nächsten 20, 25 Minuten. Wir haben Mikrofone hier im Saal. Es ist schön, Sie hier zu haben. Herr Schneider, vielen Dank. Hallo zusammen. Es ist eine große Ehre für mich, dieses Podium zu leiten. Ich bin jemand, der auch Teil des europäischen IGF ist, Eurodic, und auch in der Schweiz bin ich Teil des IGF. Wir versuchen also immer, die Parlamentarier in die Diskussion einzubinden, denn das ist eben oft noch eine der fehlenden Verbindungen. Also oft gibt es da, wird viel diskutiert bei diesen Besprechungen hier, und da sind dann die Parlamentarier oft nicht mit am Tisch. Wir freuen uns also, dass Deutschland diese Initiative ergriffen hat, und bedanken uns für diese Schritte. Und wir freuen uns auch, dass Sie als Parlamentarier teilnehmen. Beginnen wir mit der Diskussion. Die erste Frage ist ganz einfach. Sie steht da auch auf dem Bildschirm. Was haben Sie als Parlamentarier hier gelernt? Was haben Sie erfahren? Welche neue Informationen haben Sie mitgenommen? Welche nehmen Sie mit nach Hause und bringen Sie dann ein in die Diskussionen im Parlament mit Ihren Kollegen? Gab es auch etwas, das Sie vermisst haben, das nicht diskutiert wurde und was das diskutiert hätte, das hätte diskutiert werden sollen? Guten Morgen, vielen Dank. Zuallererst möchte ich diese Chance ergreifen und mich bedanken beim IGF allgemein und auch bei der deutschen Regierung dafür, dass Sie die Parlamentarier so gut einbezogen haben. Ich persönlich glaube, dass es essentiell ist, dass die Politiker auf allen Ebenen sich einbringen können, ganz besonders auch im Bereich Internet Governance. Wenn wir uns zum Beispiel die Welt anschauen, dann stehen die Parlamente auf dem Zentrum der Regierungen. Ich denke, es war so gut bei diesem Forum, dass die Parlamentarier die Chance hatten, sich einzubringen. Also diesen gemeinsamen Ansatz, den wir gesehen haben beim IGF, der war ganz zentral, und das ist etwas, das ich mitnehmen kann in mein Land. Und auch für Afrika insgesamt ist das wichtig. Wenn wir uns eben die Governance-Struktur ansehen, da sind alle betroffen. Du musst die Exekutive einbeziehen, die Zivilgesellschaft und auch die internationalen Organisationen. Und man muss alle Teile der Gesellschaft einbeziehen. Und ich denke, der IGF 2019 hat gezeigt, dass Zusammenarbeit essentiell ist. Und wenn man Fortschritte erzielen will, dann muss man zusammenarbeiten. Man muss wegkommen von unseren eigenen Überzeugungen. Man muss zusammenarbeiten. Man muss als eine Welt sich zusammentun, um unsere Arbeit voranzutreiben. Ich denke, es ist ganz wichtig, eben zusammenzuarbeiten. Das ist wirklich das, was ich hier mitnehme. Vielen Dank. Ich möchte die Chance ergreifen und mich hier bedanken. Zunächst einmal dem Deutschen Parlament, dem Deutschen Bundestag für diese Initiative. Und auch ganz besonders möchte ich mich bei Jimmy bedanken. Ich habe ihn zwar nie getroffen, aber ich liebe ihn aus ganzem Herzen für seine Vision. Vielen Dank, Jimmy. Was ich hier mitnehme, ist, dass wir dafür kämpfen sollten, dass es keine Mauern gibt im Internet. Wir wollen ein offenes Internet, ein freies Internet. Wir wollen freien Zugang zum Internet. Das ist gut für die gesamte Menschheit, also keine virtuellen Mauern. Ich denke, das wäre für uns alle sehr wichtig. Wir müssen uns auch das Thema der Relevanz
anschauen. Das IGF dieses Jahr hat große Fortschritte erzielt, dadurch, dass die Parlamentarier einbezogen wurden in das Forum. Wir haben diejenigen, die noch keinen Zugang haben, befähigt, Zugang zu bekommen, nämlich die Parlamentarier bei diesem Forum. Wir sind diejenigen, nämlich die die nationale Gesetzgebung prägen und auch die Regeln festlegen. Deshalb glaube ich, das ist ein sehr guter Ansatz und den gab es vorher noch nicht. Das nehme ich mit in mein Parlament und ich werde andere Kolleginnen und Kollegen ermutigen, sich auch einzubringen. Die nationalen Initiativen sollten auch eine größere Rolle spielen und auch die Parlamente sollten in diesen nationalen Initiativen eine größere Rolle spielen. Also die nationalen Initiativen sollten auch demokratischer gestaltet sein, nämlich sollten sie alle Stakeholders einbeziehen, auch auf nationaler Ebene, so wie wir es hier auch auf globaler Ebene getan haben. Ich wusste nicht, dass das eine Option sein kann und jetzt weiß ich, dass es eine Option ist und deshalb möchte ich auch, dass das national in El Salvador passiert. Ich fördere einen Gesetzesvorschlag im Parlament in El Salvador für universalen Zugang zum Internet als Menschenrecht, basierend auf dem UN-Menschenrechtsrat, wo der Internetzugang als Menschenrecht dargelegt wird. Ich hoffe, dass dieses Gesetz bald im Parlament debattiert wird und da wird es auch um Kinderrechte gehen, um Frauenrechte und auch um Menschenrechte in Plattformen. Das ist keine einfache Frage, aber die Frage stellt sich und wenn es jemanden gibt, der helfen kann, dann freue ich mich auf Ihre Anstöße. Ich denke, ein Parlament sollte Schwerpunkte legen für den IGF-Prozess und die Interparlamentarische Union sollte auch einen Ausschuss zu den technischen Aspekten für die nationale Gesetzgebung aufbauen, damit diese Schwerpunkte dann weiterverfolgt werden können nach dem Forum. Ich habe weitere Punkte, aber ich glaube, jetzt halte ich erstmal inne, damit wir vielleicht auch die Kommentare meiner Kollegen hören können. Vielen Dank, Marianne, für deine wunderbare Präsentation heute Morgen. Hallo, mein Name ist Carla Zambelli. Ich bin Abgeordnete in Brasilien, zum ersten Mal ins Parlament gewählt. Ich komme aus der Partei von Präsident Bolsonaro und ich möchte hier die Chance ergreifen, mein Land zu vertreten. Ich möchte mich entschuldigen, ich möchte Spanisch sprechen, denn ich denke, so werden meine Wähler und die Leute in Brasilien mich auch besser verstehen. Was ich in diesen Tagen erfahren habe, was mir am meisten gefallen hat, war mehr darüber zu erfahren, wie die Gesetzeslage in anderen Ländern ist und die Praxis. In Brasilien haben wir eine sehr besondere Situation. Unser Land ist sehr groß, fast wie ein Kontinent. Und wir hatten eine sehr merkwürdige Situation. Wir hatten den ersten Präsidenten, der über das Internet gewählt wurde. Unser Präsident lag im Krankenhaus nach einem Versuch, nach einem Anschlag auf sein Leben, sodass alles über das Internet gemacht wurde. Ich bin hier, weil ich seit einigen Monaten die in den sozialen Netzwerken einflussreichste Parlamentarierin in Brasilien bin. Und das ist erst seit den Wahlen so. Vor den Wahlen war ich überhaupt nicht bekannt. Und heutzutage habe ich ungefähr 80 Millionen Menschen, die ich über das Internet erreiche. Das heißt, wir haben eine große Reichweite. In diesem Licht kann man sich vorstellen, wie wichtig digitale Plattformen sind. Und diese Wichtigkeit führt dazu, dass es nicht nur darum geht,
den Zugang zu garantieren. Es ist hier in diesem Panel oft von dem Zugang das Internet als Menschenrecht gesprochen worden. Aber in unserem Land haben viele Menschen noch nicht einmal Zugang zu fließendem Wasser. Wenn man in diesem Kontext über das Internet als Menschenrecht spricht, dann ist es etwas schwer zu erreichen. Dieser Raum war früher von großen Unternehmen dominiert, die den Zugang zum Internet und vor allem den Zugang zur Information regulieren. Was ich jetzt gesehen habe, ist, dass auf der ganzen Welt das Internet nicht nur den großen Konzernen gehört, sondern auch normalen Menschen wie mir. Und es ist sehr wichtig, und ich denke, dass das eine Sorge in Brasilien ist, nämlich die Gedankenfreiheit zu unterstützen. Ich bin eher rechtsgerichtet. Ich bin von der Partei Bolsonaro. Aber es geht uns auch darum, dass auch die Linke Gedankenfreiheit hat. Und das Internet soll nicht einfach nur ein Menschenrecht sein, sondern was uns Sorge bereiten muss, ist die Meinungsfreiheit. Wir haben einen ehemaligen Präsidenten, der gerade aus dem Gefängnis gekommen ist und der schon darüber spricht, dass die Presse, das Internet und dass die sozialen Netzwerke reguliert werden sollten. Das ist ein wichtiges Thema, das hier auch sehr oft besprochen worden ist. Wir haben eine Sache übergangen. Man muss nämlich von der Repression sprechen, die im Internet vonstatten geht. In Facebook zum Beispiel in Brasilien wurden über 400 Konten gelöscht. Das waren 400 Menschen, die sich frei ausdrücken konnten und über Nacht ihre Konten verloren haben. Darüber muss man auch sprechen. Das heißt, man kann die Justiz oder man kann die Justiz nicht privatisieren. Die Meinungsfreiheit gehört der Rechtsprechung und gehört zu der Rechtsprechung und nicht zu kommerziellen Plattformen. Thank you, dear colleagues, for your remarks, and I come last for this question. And thank you. Vielen Dank für Ihre Bemerkungen. Vielen Dank, Marco. Es gibt viele Dinge, die ich mitnehme nach Hause. Es ist das erste Mal, dass ich Teil des IGF bin. Zuallererst mal geht es um das Ökosystem, das da besteht. Das IGF hat viele Themen angesprochen und jedes Thema bezieht, also alle Themen gehören zusammen. Wir versuchen, eine bessere Zukunft aufzubauen. Deshalb müssen wir versuchen, ein Ökosystem aufzubauen und nicht alle Themen einzeln anzugehen. Das zweite ist die Möglichkeit, mich auszutauschen mit anderen Parlamentariern und sich anzugucken, welche Gesetze dort bestehen und auch zu sehen, dass manche Gesetze noch nicht im Einklang stehen mit der digitalen Ära und dass wir Anpassungen vornehmen müssen. Das ist auch etwas, das ich mit nach Hause nehme. Das dritte ist Folgendes. Ich weiß, die Zukunft gehört denjenigen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben. Ich glaube daher, dass durch diesen Austausch zwischen der Technikgemeinschaft, den Regierungsvertretern, den Parlamentariern und der Privatwirtschaft, dass uns dann diese Debatte hilft, dieses eine Ziel zu erreichen, also One World, One Net, One Vision. Das ist das, was ich mit nach Hause nehme. Ich werde das auch teilen mit den anderen Parlamentariern. Wir werden weiter daran arbeiten, auch mit den Mitgliedern der Zivilgesellschaft in unserem Land, auch mit der Regierung und mit anderen Stakeholdern. Vielen Dank. Also neben diesen substanziellen Dinge, die Sie gelernt haben, da denke ich, dass Sie auch eben diese Atmosphäre der Zusammenarbeit vorantreiben wollen und diese Inklusivität aller Stakeholders. Dass es wichtig ist, die Silos aufzubrechen und dass Sie das als etwas Einzigartiges sehen, auch vielleicht etwas, das komplex nicht so einfach ist, aber das nötig ist. Das ist, was ich jetzt von Ihnen mitgenommen habe. Und das ist eines der wichtigsten Elemente, das auch im Bericht
des hochrangigen Panels des UN-Generalsekretärs zu digitaler Kooperation auch besprochen wird. Also es gibt dort Empfehlungen, zum Beispiel werden dort einige Lücken herausgestellt, einige Empfehlungen gegeben, was man tun soll. Es ist also auch wichtig zu verstehen, dass es nötig ist, eine Brücke zu bauen von den Expertendiskussionen, egal in welchem Forum, natürlich auch beim IGF und den regionalen Initiativen und dann den Entscheidungsträgern, also Regierungen, aber auch es gibt aber auch Entscheidungsträger innerhalb der Wirtschaft. Es gibt die CEOs von großen Unternehmen und so weiter. Also was können wir tun, um Brücken zu schlagen zwischen diesen verschiedenen Seiten? Wie können wir zu einer besseren Verbindung kommen und eben nicht nur teilnehmen an einem Dialog? Also wenn es darum geht, die Entscheidungsfindung zu stärken, wie kann man da das einbeziehen lassen, einfließen lassen, was man gelernt hat aus einem Dialog? Wie kann das konkreter gemacht werden? Wie kann das institutionalisiert werden? Wie können Sie auch diesen horizontalen Netzwerken näher kommen? Also ob es jetzt die ICANN ist, die Entscheidungen trifft im Bereich DNS oder die UNESCO oder andere UN-Institutionen, die treffen Entscheidungen bei Inhalten im Bereich Bildung. Wie können diese horizontalen Netzwerke Entscheidungen treffen, die dann zu Standards führen? Wie kann das alles zusammengeführt werden mit dem, was Ihnen wichtig ist, damit eben Sie auch in Kontakt treten können zu anderen Entscheidungsträgern in der Welt? Vielen Dank. Wenn Sie sich das einmal komplett ansehen, dann sehen Sie, dass das Erste, was passieren muss, Vertrauensaufbau ist zwischen allen Stakeholdern. Wenn wir gutes Vertrauen haben zwischen den Stakeholdern, dann können wir anfangen, zusammenzuarbeiten und die Dinge voranzutreiben. Wenn Sie sich die Mauer anschauen, also, dann sehen Sie, dass die Politiker im Zentrum stehen dieser disruptiven Entwicklung in der Welt. Damit die Politiker wirklich verstehen, wo es hingeht, also das ist wichtig. Und wir brauchen also Vertrauen bei der Regierung. Und wenn ich Regierung sage, dann rede ich nicht nur über die Parlamentarier, sondern auch über die Exekutive. Sie müssen wirklich im Zentrum von allem stehen. Und dann hat man noch die Privatwirtschaft oben drüber, dann hat man die Zivilgesellschaft. Es muss also so eine Verbindung geben zwischen allen und Vertrauen muss im Zentrum sein. Und sobald wir dieses Vertrauen haben, dann wird es möglich sein, ein klares Verständnis zu entwickeln dessen, wo wir eigentlich hinwollen. Wir schauen uns die Themen an im Internet und im Bereich Internet Governance und da sieht man, dass es für die Regierung wichtig ist, die Menschenrechte zu schützen. Es gibt Zivilgesellschaft, für die sind die Menschenrechte ebenfalls wichtig. Dann schaut man sich die Wirtschaft an. Sie fragen sich, wie können wir Profit generieren? Was machen wir mit der Digitalwirtschaft? Was ist mit den digitalen Rechten? Wer ist für was zuständig? Ich denke also, das Wichtige ist, Vertrauen zwischen allen Stakeholdern aufzubauen. Und das wäre dann eine gute Grundlage und alles andere kann dann darauf aufgebaut werden. Vertrauen aufzubauen ist nicht so einfach, denn alle Stakeholder sind in ihren eigenen Silos und es gibt aktuell kein Vertrauen. Und das sehen Sie in verschiedenen Ländern. Zum Beispiel, wenn man Cyberverbrechen bekämpfen will. Man braucht also einen Cyberraum, wo es Vertrauen gibt, wo wir Frieden aufbauen können, wo wir Vertrauen haben können in diese Internetdienste. Die Gründerväter des Internets wollten einfach nur ihre Arbeit erleichtern. Sie wollten Verbindungen schaffen, sie haben Protokolle geschaffen. Und die gleichen Menschen, die das Internet geschaffen haben, versuchen jetzt diese Protokolle zu disruptieren. Aber es geht hier wirklich um Vertrauen und das muss aufgebaut werden zwischen allen Stakeholdern der Welt. Vielen Dank. Niemand möchte gerne mit Parlamentariern umgehen, aber das müssen wir trotzdem tun. Also ein praktischer Maßstab für die Verbesserung von Zusammenarbeit wurde jetzt hier beim IGF 2019 eingeführt, nämlich ein Steuerkreis für Parlamentarier. Und diese wird geleitet vom deutschen Parlament. Und wir können
Ihnen alle helfen, dass eben diese Atmosphäre des IGF 2019 in alle Länder ausstrahlt. Ich denke, das ist eine Empfehlung und ich denke und ich hoffe, dass wir das möglicherweise heute auf den Weg bringen können. Wir sollten außerdem in unseren Parlamenten Schwerpunkte finden, also die wirklich einen direkten Bezug haben zu diesen Foren. Auch in der Interparlamentarischen Union. Auch dort sollte es einen bestimmten Ausschuss zu diesem Thema geben. Was außerdem wichtig ist, ist, dass wir Leitsätze für diejenigen Parlamentarier schaffen, die Gesetze machen. Diese Leitsätze könnte man entwickeln auf Grundlage der Arbeit, die schon bei diesem Forum geleistet wurde oder auch in anderen Institutionen, wie zum Beispiel der EU oder ich möchte es gar nicht mehr nennen, in anderen Institutionen. Ich möchte jetzt keine Institution weglassen, deswegen sage ich besser nichts, aber eben Leitsätze für Parlamentarier zu haben, wie man nationale Gesetze macht, die auf der Grundlage internationaler Grundsätze erfolgen, das wäre gut, wenn man eben ein Internet, eine Welt und eine Vision haben möchte. Zum Thema Cybersicherheit. Es gab diesen Bericht der Global Commission und ich denke, wir sollten uns den alle anschauen und wenn wir Cybersicherheitsgesetze auf nationaler Ebene haben, dann ist das eine Möglichkeit, diese Gesetze zu verbessern, auf Grundlage dieser Empfehlung der Global Commission zu Cybersicherheit. Diese 4 oder 5 Empfehlungen wollte ich Ihnen nur geben und ich hoffe, dass Sie sie berücksichtigen. Ich bin mit meinen Kolleginnen und Kollegen einverstanden über das, was Sie zum Vertrauen gesagt haben, der Stakeholder, und auch mit dem, was meine Kollegin gerade gesagt hat. Man könnte vielleicht sich häufiger treffen, nicht bis zum nächsten IGF warten, sondern bereits vorher sich austauschen und eine Art Komitee oder Ausschuss von Parlamentariern, die sich mit diesem Thema beschäftigen, bilden. Ich möchte noch einmal sagen, dass die Kommunikationsplattformen im Internet sehr wichtig sind, in dem Sinne, dass es dort Trust, also Vertrauen geben muss, wie mein Kollege gerade gesagt hat. Und man darf die Justiz, die Rechtsprechung nicht privatisieren. Ein anderes Thema sind die Algorithmen. Ich glaube, dass die Algorithmen so etwas wie Gedankenblasen hervorrufen, was dazu führt, dass diese Meinungsvielfalt, die wir heute hier haben, links, rechts, Mitte und jeder spricht mit jedem, dass diese Meinungsvielfalt, die eine Koexistenz und die Demokratie im politischen Denken garantiert und die für uns Parlamentarier wichtig ist. Ich glaube also, dass die Algorithmen diese Gedankenblasen hervorrufen. Man muss das Denken erweitern und mit verschiedenen Menschen sprechen. Das heißt also, dass die Sicherstellung der Demokratie in den Kommunikationsplattformen, der häufigere Austausch unter uns, auch das Bewusstsein, dass ein Gesetz, das vielleicht in Deutschland sehr gut funktionieren könnte, Angela Merkel hat ein sehr wichtiges Thema in diesem Sinne angesprochen, nämlich die Infrastruktur zur Vernetzung der Plattformen in der ganzen Welt, dass alles die Information mehr in den Plattformen zentralisiert, sodass wir ihnen hilfloser ausgesetzt sind. Das ist auch etwas, worüber wir als Parlamentarier sprechen müssen. Ich glaube, dass die Lösung darin besteht, den anderen zu kennen, denn das deutsche Gesetz ist vielleicht für Brasilien nicht besonders nützlich. Das Gesetz, in dem garantiert wird, dass es auf den Plattformen keine Fake News gibt, das würde in Brasilien nicht funktionieren. Denn dort ist es wichtig, dass es Gedankenfreiheit gibt und es ist
Die Justiz, es sind die Gerichte, die sich mit Fake News beschäftigen und nicht ein Unternehmen, eine Plattform, die einem Unternehmen mit einer einzigen Meinung gehört. Ich glaube, das ist erst einmal alles von meiner Seite. I do agree with all my colleagues. Ich stimme allen meinen Kollegen zu und auch dahingehend, dass Vertrauen absolut nötig ist. Margot, Sie haben gesagt, dass wir einen Lenkungsausschuss einberufen sollten. Und das hat mich an einen Elvis Presley-Song erinnert. Wissen Sie welchen? Jetzt oder nie. Now or never. Wir sollten jetzt oder nie zusammenarbeiten als Multi-Stakeholder. Und ich kann mich daran erinnern, dass bei der Entstehung des Cybersicherheitsgesetzes in Ägypten es 21 Ausschusssitzungen gab, bevor der Gesetzentwurf dem Parlament vorgelegt wurde. Eine dieser Sitzungen bezog auch die Regierung, nationale Institute, die Privatwirtschaft, Universitäten mit ein. Das heißt, wir haben auch Frauen, wir haben auch Behindertenvereinigungen mit eingebunden. Jeder konnte seine Ansichten zu diesem Gesetzentwurf beibringen. Und das hat dann zu einem guten Gesetz geführt, das ab und zu einmal nachgebessert werden muss. Aber es gibt auf diese Weise eine gute Grundlage. Ich sehe es so, wir sind ein Team. Und wenn wir uns mit den Stakeholdern zusammentun, dann kann man Team auch verstehen als Together each achieves more, zusammen erreichen wir mehr. Ich glaube, unser Ziel nicht leicht ist, dass wir vor vielen Herausforderungen stehen. Aber was uns heute inspiriert, wird uns morgen motivieren. Wir sind so motiviert daran, wirklich hart zu arbeiten und es umzusetzen. Wenn wir einen Lenkungsausschuss hätten, wäre das fantastisch. Aber wenn wir am Vertrauensaufbau arbeiten, dann wird uns das sehr viel Energie abverlangen und auch sehr viel Glaubwürdigkeit von uns verlangen. Denn die Ansichten, die hier tatsächlich geäußert werden dann angenommen werden, wenn sie überzeugend sind. Und das bedeutet, wir alle müssen uns auf dasselbe Ziel ausrichten. Und auf internationaler Ebene und auf nationaler Ebene muss es uns jeweils gelingen, zusammenzuarbeiten, auf lokaler Ebene eben auch mit den anderen Stakeholders. Und wenn das gelingt, dann wird alles viel besser. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich stimme zu, dass Vertrauen ein ganz grundlegender Bestandteil ist. Wenn man sich nicht gegenseitig vertraut, ist es schwierig, zusammenzuarbeiten. Vertrauen ist auch ein Ergebnis der Zusammenarbeit. Denn wenn man gemeinsam arbeitet, dann lernt man sich kennen, dann stellt man vielleicht fest, dass man möglicherweise verschiedene Ansichten hat, andere Lebenshintergründe, dass man vielleicht generell eine andere Lebenssituation hat, aber dass die anderen Ansichten auch legitim sind. Und auf diese Weise baut sich dann Vertrauen auf. Und man hat dann auch eine größere Vorhersehbarkeit in der Zusammenarbeit. Und auch das sind wichtige Elemente. Man muss auch die Rollen ganz klar zuweisen und die Verantwortlichkeiten. Welche Aufgaben werden von der Plattform geregelt, welche nicht. Das ist natürlich auch etwas, was schon seit der Entstehung dieser Plattformen sehr heiß diskutiert wird. Und dann geht es natürlich auch darum, dass die nationalen Parlamente miteinander in Kontakt treten, dass sie sich auch mit dem IGF vernetzen. Das sollte institutionalisiert werden. Man sollte auch mit der Interparlamentarischen Union einen internationalen Austausch pflegen auf institutioneller Basis. Und das wird dann zu einem Informationsaustausch, zu einem Meinungsaustausch führen. Und Leitlinien. Nun, es gibt eine ganze Reihe von öffentlichen wie auch privaten Netzwerken, die Leitlinien herausgeben. Es gibt private Kommissionen, die diese überprüfen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und irgendjemand muss das alles lesen. Und das braucht Zeit, das braucht Ressourcen. Aber je besser die Menschen miteinander vernetzt sind, je mehr sie austauschen, desto mehr können wir voneinander lernen. Eine letzte Frage an Sie alle. Und dann gibt es natürlich die Mikrofone hier im Saal. Also bitte beteiligen Sie sich an der Diskussion. Stellen Sie Fragen, kommentieren Sie, damit wir einfach noch mehr Menschen in die Diskussion einbinden können. Die letzte Frage
ist eine, die selbst nach Jahren der Diskussionen relevant ist. Es ist eine Sache, zusammenzukommen und miteinander zu reden. Vielleicht finden wir auch die gleichen Worte, aber dann stellt man fest, dass je nachdem, welchen Hintergrund hat, ob man aus der Privatwirtschaft, aus der öffentlichen, auf dem öffentlichen Raum oder aus der Nichtregierungsorganisation kommt, dass man da etwas ganz anderes versteht unter demselben Begriff. Und das ist eine Art Sprachkluft, die wir haben zwischen den verschiedenen Silos. Und wie kann man diese Kluft schließen, insbesondere auch bei der Gesetzgebung, damit man auch tatsächlich wirklich den gewünschten Effekt erzielt und nicht das Gegenteil. Denn die Sprache ist unterschiedlich, die Kultur ist unterschiedlich und es gibt kein gemeinsames Verständnis über diese Konzepte. Vielen herzlichen Dank. Ich denke, das Sprachthema wird uns weiter beschäftigen in den Regierungen. Das gilt insbesondere für die Gesetzgebung, für die Rechtsetzung. Unsere Sprache und unsere Kultur führen dazu, dass es manchmal ein unterschiedliches Verständnis gibt. Und dann gibt es auch eine Tendenz dazu, etwas in seinem eigenen Sinne auszulegen. Denn der menschliche Geist ist einfach mal korrupt. Sie wissen, was ich meine. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir wirklich ein ganz gemeinsames Verständnis haben. Bei der Technologie zum Beispiel. Wir müssen auch eine gemeinsame Plattform dafür haben. Vor ein paar Tagen sprachen wir über die Entstehung des Internets. Wir sprachen über das, was geschaffen wurde, diese einzelnen Knoten. Und warum konnte das geschaffen werden? Weil man ein klares Verständnis hatte, weil man dafür gesorgt hat, dass die Infrastruktur miteinander kommunizieren konnte. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen also Bezugspunkte. Und ganz allgemein gesprochen ist es so, dass wir bei der Rechtsetzung einige internationale Auslegungen haben müssen von bestimmten Begrifflichkeiten, so dass dann nicht alles im Übersetzungsprozess verloren geht. Denn selbst innerhalb der englischen Sprache ist es so, dass ein Begriff, den ich in Gambia vielleicht verwende, ganz anders verstanden wird, als derselbe Begriff in den USA verstanden wird. Und wir brauchen ein gemeinsames Verständnis, um ganz klar zu sagen, wenn wir dieses Wort benutzen oder diesen Satz, dann verstehen wir darunter dies oder jenes. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich ein allgemeines Verständnis über bestimmte Begriffe und Phasen zu entwickeln. Unabhängig von der Sprache, damit man absolut konsistent ist. Man wird das nie 100% erreichen, aber man sollte Konsistenz sicherstellen. Das ist sehr wichtig. Vielen Dank, Herr Botschafter, für diese sehr wichtige Frage. Wie können wir dafür sorgen, dass wir einander verstehen? Nun, am Montag war ich das erste Mal hier und ich habe mich wirklich gefragt, ob ich am richtigen Ort war. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was hier los ist. Aber jetzt verstehe ich, dass ich die Worte, die Konzepte, die Herausforderungen und die Antworten verstehe. Und das bedeutet, dass ich inzwischen glaube, dass allein die Tatsache, dass wir in einem Saal zusammenkommen und über dieselben Probleme sprechen, schon die beste praktische Lösung ist zur Überbrückung der Kluft zwischen Technikern und Politikern. Wir müssen uns über technische Aspekte informieren und ich weiß jetzt nicht, ob die Techniker vielleicht auch über die politische Sprache sich informieren wollen. Vielleicht ist das gar nicht so wünschenswert. Niemand möchte sich das antun, aber ich möchte Ihnen ein praktisches Beispiel geben. Das, was wir von Montag bis Freitag über 5 Tage gemacht haben, ist ein praktisches Beispiel. Wenn ich jetzt in mein Parlament zurückgehen würde und sagen würde, lasst uns Gesetz 4.0 verabschieden. Lasst uns alle Rechtsetzung 4.0 durchsetzen. Nun, ich kann Ihnen garantieren, dass Sie mich für bekloppt erklären würden. Manche würden vielleicht mitmachen, aber der Rest würde sich niemals darauf einlassen, auf ein solches Abenteuer. Aber dennoch tun wir das. Wir denken jetzt darüber nach, ein Datenschutzgesetz zu erlassen für persönliche Daten. Wir sehen uns auch das Thema des allgemeinen Zugangs zum Internet an. Und ja, es stimmt, dass wir in Brasilien auch noch andere Probleme haben, aber wir müssen jetzt anfangen, darüber nachzudenken,
Denn in El Salvador beispielsweise haben nur 30% der Bevölkerung Zugang zum Internet. Und wir, uns sollte das wirklich Sorgen machen. Denn es ist ja ein Menschenrecht, zumindest nach der Ansicht des UN-Menschenrechtsrates. Was machen wir, um jetzt diese Sprachfrage zu lösen? Nun, wir sind alle menschlich und wir müssen einander verstehen. Und wo wird uns die Rechtsetzung 4.0 hinbringen? Nun, das hängt von uns allen ab und von diesem gemeinsamen Verständnis der Probleme, damit wir eine Welt, ein Netz und eine Vision haben. Vielen Dank. Also diese Frage ist recht philosophisch und ich bin ein sehr praktischer Mensch. Also ist es für mich sehr schwierig, diese Unterschiede anzusprechen. Und die Unterschiede sind ja sehr groß zwischen Brasilien, Afrika, Ägypten. In Brasilien sehen wir es so. Die Welt verändert sich sehr schnell, sehr stark. Und im Internet gab es ein großes Missverständnis vor einigen Wochen. Die Welt dachte, die Amazonasregion brennt. Und diese Brände, diese Waldbrände sind manchmal kriminell verursacht worden. Und eigentlich haben damit die NGOs einige dieser Brände entfacht, um der neuen Regierung, konservativen Regierung, Probleme zu bereiten. Und eigentlich seit 20 Jahren ist das erste Jahr, in dem wir die wenigsten Waldbrände gehabt haben. Ja, das war wirklich Fake News. Ein Staatsoberhaupt hat sogar ein Bild gezeigt von einer Giraffe mitten in einem von diesen Bränden. Dabei haben wir keine Giraffen. Die Amazonasregion ist eine sehr besondere Welt. Und diese Meinungsfreiheit müssen wir für alle garantieren. Rechts wie links. Und das ist nämlich der Punkt. Und darum geht es uns jetzt in Brasilien. Und das Problem in Brasilien muss auch von den Brasilianern verstanden werden und auch von der Außenwelt natürlich. Wir müssen allen Seiten zuhören. Und ich denke, im Internet besteht darin ein großes Problem. Man hört nur die eine Seite. I see this connection. Ja. Ich glaube, ich selbst bin eine Art Verbindungsglied, denn ich habe einen technischen Hintergrund und ich bin Abgeordnete. Das heißt, das macht mir das Leben etwas einfacher. Ich würde sagen, um Kommunikationskanäle zu anderen Parlamentariern zu eröffnen, die keinen technischen Hintergrund haben, ist es wichtig, sich anzusehen, was auf internationaler und nationaler Ebene geschieht. Und ich persönlich schaue mir das immer regelmäßig an und informiere dann meine Kolleginnen und Kollegen ungefähr jede Woche. Auch diejenigen, die sich nicht so sehr für Technologie interessieren. Und inzwischen ist es so, dass auch diese Personen mich dann fragen nach Best Practices oder so. Also sie haben begonnen, sich ein bisschen dafür zu interessieren. Und damit auch Technik kein Schimpfwort mehr ist, sondern damit es etwas Attraktives ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist folgender. Wenn es erst einmal dieses Interesse gibt, dann müssen wir das nutzen. Und ich glaube, in jedem Parlament gibt es auch die Möglichkeit, Weiterbildung für andere Parlamentarier zu organisieren. Und man ist nie zu alt zum Lernen. Das heißt, man kann zum Beispiel zusammenarbeiten mit dem Fortbildungsinstitut des Parlaments beispielsweise. Und das kann man nutzen, um entsprechende Kurse für Parlamentarier anzubieten, damit diese dann tatsächlich mehr verstehen. Und diejenigen, die interessiert sind, werden dann auch das in Anspruch nehmen. Das dritte ist dann die Schaffung einer Unterstützungsgruppe, die
tatsächlich unsere digitale Arbeit dann auch an die Öffentlichkeit bringen. Und diese Personen sind dann diejenigen, die dann wiederum das Interesse bei der allgemeinen Bevölkerung dann stärken. Und das führt dann wieder dazu, dass andere wieder Interesse gewinnen. Das heißt, es hilft wirklich, gerade bei Gesetzen oder neuen Themen, die reguliert werden müssen und im Parlament besprochen werden. Das heißt, man braucht wirklich Gruppen von Menschen, die schon gute Ideen haben und die dann dafür sorgen, dass die Politik sich damit beschäftigt und Gesetze dann halt auf den neuen Stand gebracht haben. Das ist die Best Practice, die ich vorschlage. Vielen herzlichen Dank für diese sehr praktischen Lösungen. Also man kann eine ganze Menge tun. Es warten schon einige Leute an den Mikrofonen. Sie müssen sich tatsächlich auf die Mikrofone dort hinten aufteilen. Der erste war der Herr dort drüben rechts. Vielen herzlichen Dank, Thomas. Wir hatten einen fantastischen Workshop mit 20 parlamentarischen Kollegen und sie haben einen Meinungsaustausch gepflegt mit der technischen Gesellschaft über die Internetstandards und es ging darum, wie man das Internet sofort sicherer machen kann für alle. Und ich habe eine Frage an Frau Azera und Frau Escobar. Wir haben ja mit 5 Empfehlungen begonnen, die wir jetzt hier nicht alle aufzählen müssen. Und wir haben noch eine 6. aufgestellt. Wir haben festgestellt, dass es ein grundlegendes Bedürfnis gibt für alle Seiten, die Regeln wirklich kennenzulernen. Das heißt, die technischen Leute haben ihre Protokolle. Sie müssen sie in Sprachen übersetzen, die sie verstehen können. Und da aber die Politik auch in einer bestimmten Weise verfasst ist, die auch eben bestimmten Prozessen und Protokollen erfolgt, sollten wir auch umgekehrt übersetzen. Und da haben Sie beide tatsächlich schon einiges dazu beigetragen und ich würde Sie dazu aufrufen, zusammenzuarbeiten an diesem Thema. Vielen Dank. Ja, wir haben noch 4 oder 5 Minuten. Also würde ich vorschlagen, dass wir jetzt dann die Dame, die Person in der Mitte dort haben. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Ich bin Willem Father. Ich bin Mitglied des südafrikanischen Parlaments. Wir haben bereits ein IKT-Forum, das seit 10 Jahren besteht. Aktuell setzen wir ein papierloses Parlament um den Menschen zu ermöglichen, tatsächlich auch miteinander zu kommunizieren über das Internet. Das Mandat wurde im Juni 2019 erweitert, um auch die KI mit einzubeziehen und das bei allen Rechtsetzungsprozessen. Wir glauben an eine offene Gesellschaft, in der das Internet allen zur Verfügung steht. Aber es muss auch eine Rechenschaftspflicht auf Seiten der Regierung geben, sodass die Sicherheit der persönlichen Daten aller Bürger sichergestellt wird. Wir brauchen Regulierung zum Schutz unserer Bevölkerung, damit sie geschützt wird vor Missbrauch von außerhalb. Das ist wichtig für alle Länder. Die künstliche Intelligenz in der 4. industriellen Revolution ist auch ein spannendes Thema. Das sollte uns helfen in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Good Governance. Wir haben den Contract für das Web kennengelernt, der von Sir Tim Berners-Lee hervorgegeben wurde. Und das ist ein guter Ausgangspunkt mit Leitlinien für ein besseres gegenseitiges Vertrauen. Das ist sehr vielversprechend. Ich möchte mich auch bedanken für das IGF in diesem Jahr. Das war wirklich fantastisch. Vielen herzlichen Dank. Die Dame rechts vorne. Einen schönen guten Tag. Bitte lassen Sie erst die Dame vor. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Thomas. Ich würde gerne einen Dialog mit dem brasilianischen Parlament anstoßen. Als IGF-Mitglied freue ich mich sehr darüber, dass hier die Vertreter und die Interessierten an Internet-Governance heute hier sind. Wir sehen uns auch die brasilianische Politik an, aber es gibt dort einige Fehlentwicklungen, wie die Beendigung der Beteiligung an internationalen Organisationen und wie auch für zivilgesellschaftliches Engagement. Dann gab es Sorgen auch bezüglich der Meinungsfreiheit. Das ist wichtig,
In unseren Medien gibt es täglich Angriffe von der Regierung oder von jedem, der den Präsidenten angreift. Das wird jedes Mal als Fake News möglicherweise angesehen. Carla, meine Frage ist die folgende. Wie sehen Sie die Rolle des brasilianischen Parlaments bei der Überbrückung zwischen der Bevölkerung und der brasilianischen Regierung? Versuchen Sie nicht so viel über internationale Politik jetzt hier zu sprechen. Das ist etwas, was Sie vielleicht eher einmal beim Mittagessen bilateral klären könnten. Vielleicht sollten wir ein bisschen beim Thema bleiben. Ja, viele Räte und Gremien wurden geschlossen und viele Ermittlungen wurden unternommen. In Brasilien haben wir ein Problem. Seit Jahren hat das Land, das Volk viel verloren durch Korruption. Wir haben keinen Terrorismus, wir haben keine natürlichen Probleme, wir haben viele Ressourcen, so viele, wie man sich vorstellen kann. Aber wir hatten nicht das Mindeste, was man eigentlich braucht, denn wir hatten die meisten Diebstähle, also Milliarden von Reais wurden gestohlen vom Volk. Und dann gab es diese Räte von der Zivilgesellschaft, aber sie haben eigentlich gar nichts gemacht. Sie haben nur ihre eigenen Politiken verfolgt. Ich bin eine ganz normale Parlamentsabgeordnete, aber im Facebook, und ich bin jetzt dabei zu twittern, und ich habe hier die Ziffer, 27 Millionen pro Monat im Facebook reagieren drauf. In Twitter habe ich 40 Millionen Leute pro Monat. Das passiert in Brasilien, denn die Presse erfüllt nicht ihre Rolle. Die Informationen, die wir in der Presse sehen, mit garantierter Pressefreiheit, diese Informationen werden nicht vertraut vom Volk. Das Volk liest diese Informationen und sie glauben einfach nicht dran. Dann gehen sie auf uns zurück, Abgeordneten, um genauere Informationen zu bekommen. Das, was wir in der Presse sehen, ist eine Sache, die Realität ist eine andere Sache. Aber gut, das ist nicht jetzt das Thema hier auf diesem Kongress. Also stehe ich Ihnen in den Pausen auch zur Verfügung. Merci. Vielen Dank. Ich heiße Coronel Massani. Ich bin Abgeordneter des Parlaments von Niger. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ablauf dieses Forums, aber ich hätte doch einige Kritikpunkte vorzubringen. Die Sprachbarriere ist doch eine wichtige Hürde, die hier abgebaut werden müsse. Denn wenn Sie Parlamentarier bewegen möchten und wenn Sie uns nur 1-2 Minuten Redezeit zur Verfügung stellen, dann ist das an sich schon problematisch. Parlamentarier sind da, um zu reden. Das heißt, Sie müssen schon mal genügend Redezeit zur Verfügung stellen. Das ist ein erster Punkt. Zweitens, zu diesem Sprachproblem. Ich komme aus einem französischsprachigen Land. Ich arbeite in einem Parlament, wo wir auch auf nationalen Initiative in der ECOWAS zusammenarbeiten. Am 17. Januar 2020 werden wir eine Konferenz abhalten. Und dazu haben wir schon viel getan. Aber alle Diskussionen, an denen ich jetzt seit dem 25. hier teilgenommen habe, bis gestern, waren Veranstaltungen, wo nicht gedolmetscht wurde. Ich spreche leider kein Englisch, oder zumindest nur sehr schlecht. Und das empfinde ich als sehr ungerecht. Also wenn Sie über Vertrauen sprechen, wie wollen Sie denn, dass wir Ihnen vertrauen? Das finde ich wirklich als ungerecht. Und die Abgeordnete von El Salvador hat das sehr gut zum Ausdruck gebracht. Wir brauchen ein Führungsgremium zur Vorbereitung des IGF 2020. Wir brauchen also wirklich ein
eine Instanz, die dieses Thema, dieses Themas annimmt. Vielen Dank. Der Herr da auf der linken Seite. Ja, wir haben nur noch eine Minute, das heißt, wir können zwei kurze Wortbeiträge aufgreifen. Bitte, halten Sie sich kurz. Ja, guten Tag, ich bin Safar von der THC und ich möchte an erster Stelle mich bedanken bei der Gemeinschaft für die deutsche digitale Agenda, dafür, dass Sie diese Initiative ergriffen haben und ich möchte Sie bitten, hier Führungsstärke zu beweisen. Das ist wirklich das erste Mal, dass Parlamentarier die Gelegenheit hatten, sich in diese Diskussion einzubringen. Und es ist wichtig, dass das auch auf eine kontinuierliche Basis gestellt wird, sodass tatsächlich dieses Thema auf höchster Ebene des IGF dann auch verfolgt wird. Dann geht es natürlich darum, was die Parlamentarier dann zu Hause tun. Unsere Parlamente haben zu Hause Hausaufgaben zu machen und ich hoffe, dass wir in der nahen Zukunft dann auch die Gelegenheit haben, dass ich sozusagen der Jimmy Schulz vom Kongo werden kann und eine digitale Agenda für den Kongo aufbauen kann. Damit das aber funktionieren kann, darf das nicht in jedem Land einzeln geschehen. Es müssen globale Themen global besprochen werden, damit ich dann im kongolesischen Parlament dann auch in die gleiche Richtung voranschreiten kann. Das heißt nicht, dass alle in der gleichen Geschwindigkeit vorankommen. Und daher rufe ich die deutsche digitale Agenda dazu auf, hier die Führungsstärke zu beweisen. Ich höre von den Organisatoren, dass wir noch ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung gestellt bekommen haben, sodass wir noch ein paar weitere Personen einbeziehen können. Jetzt hier drüben das Mikrofon. Vielen herzlichen Dank. Ich heiße Pamela Massai. Ich bin Abgeordnete aus Tansania und auch aus der Ostafrikanischen Versammlung. Meine Frage richtet sich an die Organisatoren. Wir haben sehr viel gehört über die Themen, hinter denen wir uns versammeln können. Dazu gehört auch die interparlamentarische Arbeit, der interparlamentarische Dialog. Wir brauchen auch einen Dialog zwischen unseren Ländern. Aber die große Frage, die sich stellt, was ist mit Dialog mit den Menschen, denen diese ganzen Themen gar nicht vertraut sind? Das IGF kann sicherlich ein Portal oder ein Programm organisieren, das man dann verteilen kann in den Ländern und Institutionen, die dafür zuständig sind, damit überhaupt verstanden wird, was das IGF eigentlich tut und was die Ziele sind, die wir verfolgen, sodass wir dann wirklich mehr Menschen erreichen können. Vielen herzlichen Dank. Bevor wir dann an Taida übergeben, habe ich noch eine Bemerkung. Das sind gute Ideen, aber eins brauchen wir dafür und das ist Geld. Und der Gastgeber dieses Jahr hat wirklich eine ganze Menge Geld in die Hand genommen, um das möglich zu machen. Das konnten nicht alle vorher. Und das IGF wird auf freiwilliger Basis finanziert von Regierungen und von der Privatwirtschaft. Und es hilft. Und es hilft, wenn Sie als Parlamentarier dann auch zu Ihren Regierungen gehen und sagen, bitte gebt dafür Geld aus. Für Dialogplattformen, für digitale Themen, für das digitale Verständnis. Denn sehr häufig ist es so, dass Politiker oder auch Unternehmensvorstände sagen, ach, das ist alles Blödsinn, da werden ja keine Entscheidungen getroffen, also werde ich dafür auch kein Geld ausgeben. Und der Dialog ist natürlich der erste Schritt hin zu einem guten Verständnis und guten Entscheidungen. Und deshalb ist es wichtig, dass Sie auch in Ihren Ländern darauf hinweisen, dass Investitionen in diesen Dialog, in den IGF und andere Foren nötig ist, damit dann tatsächlich auch die Dienstleistungen erbracht werden können, die Sie brauchen. Jetzt dort. Vielen herzlichen Dank. Ich heiße Christina Agida. Ich arbeite für die ägyptische Regierung und ich möchte an erster Stelle der deutschen
Bundesregierung und dem Deutschen Bundestag dafür danken, dass Sie die Parlamentarier hierhin eingeladen haben. Ich freue mich sehr, dass so viele Menschen aus Asien, Afrika, aus dem Nahen Osten und natürlich auch aus Ägypten angereist sind. Ich möchte Sie darauf hinweisen, viele von Ihnen haben ja gesagt, Sie sind zum ersten Mal beim IGF. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass es ein Netzwerk von mehr als 100 nationalen, regionalen und jugendlichen IGF gibt, die auf einer Graswurzelbewegung aufbauen. Und sie sind aktiv in den verschiedenen Ländern und Regionen. Und dieses Netzwerk wurde vom UN-Bericht des UN-hochrangigen Kommissars für Digitales als besonders wertvoll anerkannt worden. Und ich hoffe, dass Sie dann zu Hause sich auch mit diesen Netzwerken selber in Verbindung setzen, dass Sie sie unterstützen und stärken und dann auch mit Ihnen in den Dialog treten. Vielen Dank. Noch eine kurze Information. Diese regionalen Initiativen sind nicht formell angeschlossen an den IGF, aber Sie werden eine Liste der Kontaktdetails finden, wenn Sie auf die IGF-Webseite gehen. Ganz kurze Antwort und vielen Dank, Frau Arida. Und ich möchte Ihnen ein Geheimnis mitteilen. Ohne Frau Arida wäre ich heute nicht hier, denn sie hat mir vom IGF berichtet. Sie hat mich ermutigt, hierher zu kommen und sie hat das alles vorbereitet. Also ich danke ihr ganz herzlich. Und das ist wirklich ein Modell der Zusammenarbeit zwischen dem Parlament und der Regierung. Also wirklich ein ganz schönes Beispiel. Vielen Dank für dieses Beispiel. Jetzt der Herr dort drüben. Je suis Monsieur Cheikh Abubakar Hassan. Guten Tag, ich bin Abgeordneter aus dem Tschad und Vorsitzender des Ausschusses für Kommunikation und neue Kommunikationsmittel sowie für die Menschenrechte und die Freiheit. Ich bin sehr froh, hier zu sein und ich danke dem Deutschen Bundestag für die Einladung zur Teilnahme an diesem IGF. Ich begrüße auch die Initiative, die das Panel ergriffen hat, zur Gründung eines Führungskomitees. Allerdings, genau wie mein Kollege, der eben schon gesprochen hat, möchte ich auch etwas Kritik zum Ausdruck bringen. Wir sind uns dieser Sprachbarriere wirklich sehr bewusst. Das ist eine Mauer, eine Trennlinie quasi, die zwischen uns besteht. Der gesamte IGF ist auf Englisch abgehalten worden. Und wir haben keinerlei Dokumente auf Französisch bekommen und auch kaum Verdolmetschung. Ein erster Punkt. Zweitens, in den vergangenen Monaten hat mein Land ein IGF im Tschad abgehalten und 54 Länder mit über 2000 Teilnehmern waren vertreten. Und ich würde mir wünschen, dass dieses Forum auch in das IGF von Berlin eingebunden wird. Denn es wäre wichtig zu wissen, was die afrikanischen Staaten hier getan haben und dass sie auch Zugang zu den neuen Technologien haben. Ich möchte Ihnen in diesem Zusammenhang folgende Frage stellen. Ist die digitale Kluft wirklich schon überwunden? 2003 haben wir in Genf schon über diese digitale Kluft gesprochen, gerade was die unterentwickelten Länder angeht. Zweite Frage, sind die Länder des Nordens und des Südens heute auf einer gleichen Entwicklungsstufe, um gemeinsam in Richtung stärkerer Inklusion zu gehen? Ich glaube nämlich, dass es hier noch eine große Menge von Herausforderungen gibt, wenn wir wirklich konkret über Inklusion sprechen. Diese Herausforderung muss angegangen werden, nicht nur von den afrikanischen Staaten, sondern auch mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft. Wie ein Vertreter heute schon gesagt hat, 30% der Afrikaner haben nur Zugang zum Internet. Und ich denke, was die Gleichheit, die Gleichberechtigung angeht, auch im Zusammenhang mit der Bildung oder mit Zugang zu Strom, zur Stromversorgung im Busch, das sind wirklich Herausforderungen, die nur international angegangen werden können. In Afrika, in den großen Städten, haben wir natürlich Zugang zum Stromnetz, aber das gilt nicht für den Busch, für die entlegenen Regionen. Und ein weiteres Problem möchte ich ansprechen. Im Tschad haben wir ein großes Problem mit Terrorismus.
Und wir brauchen Hilfe, um diesem Problem zu begegnen. Denn diese Angriffe richten großen Schaden an, insbesondere in den nicht entwickelten Ländern. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, der Herr. Die Zeit drängt leider. Ich rufe Sie also dazu auf, weiter zu diskutieren untereinander beim Mittagessen, aber auch heute Nachmittag. Und jetzt würde ich gerne die Kontrolle über diese Unterhaltung meiner Vorrednerin wieder übertragen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Es ist klar, wir haben nie genügend Zeit, um alle Themen anzusprechen. Aber ich glaube, das war schon mal ein guter Startpunkt hier in Berlin. Und noch einmal ganz herzlichen Dank auch an Jimmy. Es war ein guter Freund von mir. Wir haben oft zusammen gesprochen, auch über das IGF. Und es ist auch ihm zu verdanken, dass wir uns hier in diesem Kontext sehen könnten. Vielen Dank Ihnen allen. Es war sehr schön, dass Sie hier anwesend waren. Ich bin keine Abgeordnete, ich bin nur Journalistin, aber ich bin doch sehr bewegt, sehr angetan von dieser Diskussion. Das ist etwas, was ich für mich mit nach Hause nehme. Vielen herzlichen Dank. Thank you very much, Thomas Schneider. Vielen Dank, Thomas Schneider, dass Sie hier die Flamme am Leben gehalten haben. Danke für Ihre starken Beiträge aus den verschiedenen Ländern. Ich hoffe, wir haben immer noch Remote Hubs, also Menschen, die sich online beteiligen, streamen, die dabei sind. Und jetzt, vor dem Mittagessen, möchte ich an Professor Dr. Wolfgang Kleinwächter übergeben von der Globalen Kommission zur Stabilität des Cyberspace. Und dann wird auch Manuel Höpperlin auf die Bühne kommen als Vertreter des Bundestags. Wir präsentieren und diskutieren jetzt die Mitglieder der Parlamentarier. Dankeschön, mein Name ist Wolfgang Kleinwächter und ich bin einer dieser alten IGF-Veteranen. Heute ist es meine Freude, hier mit Ihnen diese Sitzung zu beschließen, die Morgenssitzung. Sie wissen ja, dass Internet Policy immer offen und transparent läuft. Und wir haben versucht, die Diskussionen unter den Parlamentariern der letzten Tage zusammenzufassen in einem kurzen Dokument. Und wir nennen es die Botschaften des Parlamentariertreffen beim 14. UN Internet Governance Forum. Das ist keine Resolution, keine Erklärung. Wir wissen ja alle aus dem Internet, dass es alle möglichen Richtlinien gibt und so weiter. Und die werden angenommen, wenn es einen groben Konsens gibt. Das heißt, nicht alle müssen mit jedem einzelnen Wort einverstanden sein. Wenn man die Hauptbotschaften unterstützen kann, dann ist das ausreichend. Wie gesagt, es sind Botschaften, keine formale Resolution oder Deklaration, Erklärung. In vielen dieser Foren hier wurde vorgeschlagen, diese Botschaften umzubenennen in den Jimmy-Schulz-Aufruf. Ich erinnere mich ganz persönlich an den IGF in Nairobi 2011. Das war der erste IGF, an dem Jimmy teilnahm. Und dann kam die Idee auf, dass Deutschland einmal Gastgeberland sein könnte. Jimmy Schulz war der erste deutsche Parlamentarier, der an einem IGF teilnahm und dann eben wirklich sehr, sehr aktiv wurde. Manuel Höfferlin wurde zum Beispiel von ihm angesteckt mit der Begeisterung. Wir haben drei Teile in diesem Dokument. Erst einmal ein bisschen Hintergrund, dann Referenzen zu anderen Dokumenten und dann haben wir einige operative Absätze, einschließlich der Vorschläge, zum Beispiel dem Vorschlag, weiterhin als IGF-Parlamentariergruppe zusammenzuarbeiten. Dieser Aufruf besagt vor allem eins:
nämlich dass das Internet ein kontroverses Thema ist. Wenn man vorankommen möchte, dann muss man einen Ausgleich finden zwischen widersprüchlichen Interessen. Und ich denke, das ist wirklich die Hauptbotschaft. Gleichgewicht. Gleichgewicht ist das zentrale Wort. Wir haben quasi vier Bereiche im Internet: Sicherheit, Wirtschaft, Menschenrechte und Technologie. Und egal, was man tut, diese müssen immer ausgeglichen werden und in Gleichgewicht gebracht werden. Da gibt es Interessenskonflikte und das ist, denke ich, ein wichtiger Ausgangspunkt für Parlamentarier. Das ist ja nichts Neues, was ich Ihnen hier erzähle. Sie kennen es ja, Kompromisse zu finden und konfligierende Interessen auszugleichen. Der zweite Teil dieses Dokuments bezieht sich auf 6 verschiedene andere Dokumente und Foren. Man muss ja das Rad nicht neu erfinden. Wir sprechen seit fast 20 Jahren oder sogar noch länger über Internet-Governance. Und es hat ja Erfolge gegeben. Und wenn man weiterkommen möchte, dann ist es sinnvoll, auf diesen Erfolgen aufzubauen. Das Internet ist ein System mit verschiedenen Schichten. Und daher brauchen wir auch einen nuancierten Ansatz an Internetpolitik, an Netzpolitik. Und wir sollten eben deshalb auf Erfolge aufbauen. Da haben wir zum ersten Mal die Agenda von Tunis, ein äußerst gutes Dokument. Dann die Netmondial-Erklärung als Ergebnis eines Multistakeholder-Prozesses aus dem Jahr 2014. Hier wird auch wirklich erklärt, was ein Multistakeholder-Ansatz eigentlich ist. Dies sind Resolutionen der Vereinten Nationen, die von allen 193 Mitgliedstaaten unterstützt werden. Und darin steht, dass dass Menschenrechte und das Völkerrecht sowohl on- als auch offline relevant sind. Und das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Aktivitäten in den Parlamenten in den kommenden Jahren. Und es ist auch ganz interessant, uns andere Berichte anzusehen, die wir haben von den verschiedenen Kommissionen und Ausschüssen. Wir haben zum Beispiel den Bericht vom hochrangigen Panel zur digitalen Zusammenarbeit des UN-Generalsekretärs. Es gab aber auch Kommissionen zum Beispiel der ILO. Die Dame aus El Salvador hat die globale Kommission zur Stabilität im Cyberspace genannt. Es gibt also schon verschiedene Ideen verschiedenster Organisationen. Wir brauchen das Rad nicht neu erfinden. Lassen Sie uns diese Dokumente nutzen. Und für Sie ist auch die Hilfe der IPU, der International Parliamentarian Union, ganz besonders wichtig. Sie können dieses internationale Netzwerk nutzen in Ihrer zukünftigen Arbeit. Und die IPU hat erst vor kurzem noch mal einen neuen Bericht herausgegeben, in dem sie sehr gute Ideen finden und Anregungen für ihre Arbeit als Parlamentarier. Und das ist auch sehr wichtig und relevant übrigens für die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Es gibt insbesondere einen Bezug zum nachhaltigen Entwicklungsziel 9. Dies ist also der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und für die Zukunft in den nächsten 10 Jahren, denke ich, können wir durchaus Meilensteine festlegen. Zunächst einmal das Dokument, das wir derzeit gerade diskutieren, anlässlich des 75. Jahrestags der Vereinten Nationen. Das könnte eine wichtige Richtschnur werden, wo wir viele Ideen international verbreiten können. Und das hilft uns dann in unseren nationalen Debatten. Im Jahr 2025 wird es eine Vises plus 20 Konferenz geben. Und das wird so eine Art Welt-Internet-Gipfel werden. Denn vor 20 Jahren sah die Welt noch anders aus als heute. Und wenn wir dann im Jahr 2025 zusammenkommen, um die Ergebnisse des Weltgipfels zu besprechen, dann wird das nochmal sehr spannend. Und im Jahr 2030 müssen wir dann halt zurückschauen, was wir mit den nachhaltigen Entwicklungszielen erreicht haben. Im dritten Teil dieses Dokumentes haben wir dann den operativen Teil und jetzt wird Manuel auf die Bühne kommen und Ihnen diese 5 Absätze darlegen. Und dann können wir den Jimmy Schulz Aufruf hier annehmen. Manuel. Danke, Wolfgang.
meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, im letzten Jahr habe ich in Paris zum ersten Mal am EGF teilgenommen. In diesem Jahr habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass ich, also in diesem Jahr habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass ich wirklich ein Teil eines großen Ganzes war. Jeremy Schulz war lange der einzige Parlamentarier Deutschlands, der teilgenommen hat am EGF. Und wie wir schon gehört haben, kam er dann zurück und erzählte uns vom EGF. Und er war voller Leidenschaft. Er brannte für dieses Thema. Und er sagte, wir müssen Teil dieses EGF werden. Im letzten Jahr habe ich dann zum ersten Mal verstanden, was er meinte, denn das EGF ist wirklich ein ganz besonderer Ort. Hier kommen Menschen aus der ganzen Welt zusammen. Sie haben unterschiedliche Standpunkte. Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Ländern und Teilen der Gesellschaft. Und sie sprechen aber alle über die Zukunft des Internet und lernen jeden Tag dazu. Und es gibt eine ganz wertschätzende und offene Kommunikationskultur. Das wissen Sie ja alle. Leider verstarb Jimmy Schulz am Tag Null des IGF und wir haben ihm gedacht in der Eröffnungszeremonie und immer wieder im Laufe dieses Forums. In den Gesprächen mit den Parlamentariern, insbesondere am Mittwoch, da haben wir uns mit dem ICANN-Vorstand getroffen und mit Vince Cerf und wir hatten zwischen diesen beiden Treffen 40 Minuten Zeit. Und alle Parlamentarier, die im ersten Meeting dabei gewesen waren, blieben einfach im Raum und führten das Gespräch fort. Es war also ein ganz spannendes, spontanes Meeting. Und wir haben dann beschlossen, dass wir diese Botschaften hier Jimmy Schulz Aufruf nennen möchten. Ich möchte jetzt nicht nochmal die 5 Punkte wiederholen, aber ich möchte 3 der Empfehlungen besonders unterstreichen. Wir Parlamentarier möchten die internationale Zusammenarbeit und den Austausch von Best Practices stärken unter den verschiedenen Parlamenten. Ich glaube, dass es toll ist, sich vorzustellen, wie Jimmy Schulz, wie hier jetzt auch Jimmy Schulz in ihre Länder kommt und dort seine Leidenschaft weiter verbreitet, sodass noch mehr Menschen jedes Jahr irgendwo in der Welt zu diesem Multi-Stakeholder-Treffen zusammenkommen. Wir Parlamentarier möchten diesen Multi-Stakeholder-Ansatz nutzen, auch wenn wir in unseren Parlamenten Gesetze zum Internet debattieren und erlassen. Das ist auch wichtig. Wir können einen Teil der EGF-Kultur in unsere Parlamente tragen. Unsere Parlamente sind alle unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Debattenkulturen in den Parlamenten. Wir haben, um es freundlich auszudrücken, freie und noch freiere Parlamente, freie und noch freiere Rede in unseren unterschiedlichen Ländern. Und vielleicht können wir aber diese Debattenkultur vom EGF mit nach Hause nehmen in unsere Parlamente, um noch besser miteinander zu sprechen. Und dann, und ich glaube, das wäre Jimmy das Wichtigste gewesen, möchten wir Parlamentarier zusammenarbeiten in Richtung eines informellen parlamentarischen IGF. Wir möchten Parlamentarierinnen und Parlamentarier zusammenbringen aus der ganzen Welt bei zukünftigen IGFs. Und das war hier unser Ausgangspunkt. Vielleicht können wir das schon in Polen im nächsten Jahr in die Tat umsetzen. Die IPU und andere Organisationen sind oft begrenzt oder haben oft Grenzen für ihre Delegationsgröße. Aber hier zum EGF kann jeder kommen, der möchte. Es gibt keine Zugangsbeschränkungen. In manchen Ländern ist es aber vielleicht so, dass Oppositionsmitglieder nicht notwendigerweise an internationalen Konferenzen teilnehmen dürfen. Das ist hier in Deutschland durchaus normal. Manchmal übrigens auch nicht. Manchmal gibt es eine Begrenzung von zwei Parlamentariern, die teilnehmen dürfen. Und diese beiden gehören dann den 2 größten Parlamentsparteien an.
Aber in anderen Ländern sieht es vielleicht noch mal anders aus. Und daher ist es gut, hier wirklich einen offenen Raum zu haben für Parlamentarier aus der ganzen Welt. Es ist egal, ob sie der Regierung oder der Opposition angehören. Sie alle können hier hinkommen zum IGF und können über die Zukunft der Freiheit des Internets sprechen. Und das ist ja wirklich Jimmys Grundgedanke gewesen. Das IGF sollte Parlamentarier aus allen Parteien, allen politischen Richtungen in einem Multi-Stakeholder-Ansatz zusammenbringen. Vielen Dank an die Parlamentsvertreter, aber auch all den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des diesjährigen IGF. Ich möchte außerdem den Gastgebern und Organisatoren danken. Ich, auch als Oppositionsvertreter, möchte auch der Regierung danken. Es wurde viel Geld ausgegeben, um das hier möglich zu machen. Ich möchte außerdem Parlamentsvertreter aus der ganzen Welt einladen. Also dieser Brief wurde unterzeichnet von Wolfgang Schäuble, Parlamentsvorsitzenden, Bundestagsvorsitzenden, und Jimmy Schulz als Vorsitzenden des Digitalausschusses. Also dieser Einladungsbrief, aber natürlich wurde das finanziert durch die deutsche Regierung. Vielen Dank dafür. Ich glaube, mit diesem Aufruf haben wir etwas ganz Hervorragendes erreicht heute, und ich denke, Jimmy wäre stolz auf uns. Vielen Dank, dass Sie hier sind, und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in Katowice im nächsten Jahr. Vielen herzlichen Dank. Danke. Ich danke Ihnen allen für Ihre breite Aufmerksamkeitsspanne. Wir haben jetzt eine Mittagspause bis 3 Uhr nachmittags. Und dann schnüren wir alles nochmal herzförmig zusammen, wenn Sie so möchten, auf dieser Bühne hier. Viel Spaß beim Rest des Tages.